Ja, ganz herzlichen Dank für diesen sehr freundlichen Empfang hier. Vielen Dank für die freundliche Einleitung, Frau Fischer, und natürlich auch für die Idee und Umsetzung dieses Unverfügbarkeits, weiß ich, Semesters oder so. Das ist für mich natürlich eine große, ist wirklich eine Freude und auch eine Ehre, so sagt man immer. Ehrlich gesagt macht es mir auch ein bisschen Angst, weil ich dachte, oh Gott, die werden jetzt bestimmt Schadensersatz verlangen. Die haben sich so lange mit dem Zeug beschäftigt. Das freut einem natürlich, wenn man schreibt. Und ich finde eigentlich, das ist selber eigentlich ein ganz gutes Beispiel für das, was ich mit Unverfügbarkeit im Sinne hatte. Weil wenn sowas passiert, da sieht man, was Unverfügbarkeit meint. Also man, in dem Fall habe ich jetzt mit dem Buch einen Anstoß gegeben oder habe halt ein Buch geschrieben und es war vollständig unverfügbar, was damit passiert. Es kann irgendwie passieren, dass es eigentlich keiner groß aufgreift, sozusagen, dass sich keine Resonanz einstellt. Da gibt es vielleicht ein paar, wenn du ein Buch schreibst, hast du immer dieses Risiko, gibt vielleicht ein paar vernichtende Kritiken und ansonsten liegt es halt im Regal und das war's, dann hat es keine Resonanz ausgelöst oder keine die für einem selber zur Resonanz erfahren wurde. Aber es kann eben auch sein und da weißt du eben nicht wann, also weder ob, noch wann, noch wo, ne, dass dann eine Uni, eine Stadt, ein Buch, so habe ich das verstanden, also Flensburg in dem Fall sagt, das bedeutet uns was oder wir wollen was damit machen, ist überhaupt nicht vorhersehbar, ist nicht vorhersagbar, das kann passieren, aber wo weißt du nicht, wann weißt du nicht, wie lange nicht, aber das Allercoolste an Unverfügbarkeit ist, was dann daraus entsteht, was da hervorgeht, in welche Richtung das geht. Und ich würde eigentlich sagen, an welcher Stelle Resonanzen auftreten, weil ich bin ziemlich sicher, dass sich das auch gezeigt hat, jetzt bei den vielen Veranstaltungen, die Sie dazu gemacht hatten und Seminaren, an welcher Stelle da was entsteht, wo wiederum im Kleinen und was daraus hervorgeht, wo sich was ergibt, das ist weder sozusagen in den größeren noch in den kleinen Momenten zu sehen. Also zum Beispiel, wahrscheinlich haben die, die das Konzept eingereicht haben, nicht daran gedacht, dass die Schüler da auf die Bierkästen oder so steigen, habe ich ein Bild im Internet gesehen und in der Zeitung, fand ich sehr beeindruckend. Sowas lässt sich nicht vorhersehen und vorhersagen, aber also die These lautet, meine These lautet Resonanzen, ich will gleich nochmal sagen, weil das Resonanzbuch, das Resonanzkonzept stand im Hintergrund des Unverfügbarkeitsbuches, also Resonanzbeziehungen, Resonanzerfahrungen sind im doppelten Sinne unverfügbar, nämlich erstens, oder eigentlich kann man auch sagen ergebnisoffen, man weiß nicht, wann sie eintreten, wo sich was ergibt. Und man weiß nicht, was daraus hervorgeht, was dabei entsteht. Hannah Arendt hat diese Idee, dass menschliche Wesen, menschliche Akteure, Menschen dadurch gekennzeichnet sind, dass sie die Kraft zur Natalität haben, zur Generativität, dass da was Neues entsteht und hervorgeht. Und dieses Neue ist eben nicht vorhersagbar, nicht optimierbar. Übrigens auch bei so einer Veranstaltung wie heute Abend, wenn Sie jetzt, sind sehr viele gekommen, was mich natürlich auch freut. Aber da sieht man, da wiederholt sich das im Prinzip. Ja, Sie kommen hierher vermutlich nicht mit einer bestimmten Erwartung, also im Sinne von, also vielleicht doch, weil Sie gezwungen wurden, Sie brauchen die Credit Points oder so, das kann sein. Aber in aller Regel geht man selbst freiwillig dahin. Und jetzt weiß man nicht, die Hoffnung ist, dass an irgendeiner Stelle ein Gedanke geäußert wird in der Kritik aus dem Publikum vom Nebenmann oder von der Nebenfrau, die irgendwie einen Funke schlägt, wo man sagt, also das ist doch interessant. Und jetzt sehen Sie sozusagen, was Unverfügbarkeit bedeutet. Sie wissen nicht, ob das heute passiert. Es kann sein, dass Sie nach Hause gehen und sagen, oh Gott, das war eigentlich reine Zeitverschwendung. Ja, und erkältet habe ich mich womöglich auch noch in dem Nasskalten draußen. Dieses Risiko hat man. Ja, man weiß nicht, ob sich da was ergibt, aber man hat die Hoffnung, dass an der einen oder anderen Stelle eine Idee geäußert wird. Wie gesagt, irgendetwas passiert. Ja. Also eine Idee geäußert wird, sich eine Diskussion entspinnt, die einem was bedeutet. Wo man sagt, also das war doch interessant, die intrinsisches Interesse hervorruft. Das ist dann der Moment, wo man nicht mehr sagt, oh Gott, hoffentlich ist bald vorbei und was mache ich hier und eigentlich könnte ich mal im Handy surfen oder so, was man ja vielleicht trotzdem machen kann. Aber wenn Resonanz sich ereignet, dann passiert da plötzlich etwas, wo man merkt, oh, jetzt wird's spannend. Und übrigens, es ist nicht rein individuell. Ja, meistens teilen wir solche Erfahrungen, ja, dass man irgendwie in einem Hörsaal sitzt und eigentlich gelangweilt ist. Es gibt immer dann drei oder vier, die es vielleicht total spannend finden, aber häufig ist es relativ wenige oder so. Und wenn es wirklich interessant wird, ich glaube, das ist sehr oft ein kollektives Phänomen, dass alle sagen, oh, jetzt wird's interessant, jetzt würden wir vielleicht gerne nicht aufhören. Und das andere ist aber, wenn sich zum Beispiel, also wir diskutieren, wenn ich als Autor, ich muss übrigens sagen, ich habe sehr viel über Resonanz diskutiert, relativ wenig bisher über Unverfügbarkeit, insofern freut mich das schon mal doppelt.
Aber trotzdem kann man das sowas auch professionell abziehen. Ja, ich halte halt einen Vortrag, mache ich jetzt übrigens heute nicht, weil ich wirklich mit euch, mit Ihnen in Resonanz treten will. Aber ich halte einen Vortrag und die Fragen, die kenne ich inzwischen auch schon, dann sage ich, was ich immer sage, das ist dann eben nicht resonant. Ja, aber wenn sich Resonanz ereignet, ist hier zum Beispiel in Form von einer Diskussion. Jemand kommt mal mit einer Idee oder mit einer Vorschlag oder mit einer Kritik, wo ich dann sagen muss, also habe ich jetzt eigentlich noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo uns das hinträgt. Dann, das ist sozusagen das, was Generativität, da entsteht ein neuer Gedanke, da entsteht eine neue Idee und wo uns die hinträgt, ist komplett ergebnisoffen. Also was dabei rauskommt, wo wir miteinander wirklich in die Diskussion treten, kann man nicht vorhersagen und das Ergebnis auch nicht. Deshalb bedeutet Unverfügbarkeit für mich, es geht um soziale Prozesse, wobei ich auch sagen würde, vielleicht nicht mal immer nur sozial, es geht auch im individuellen Naturerleben überhaupt. Ich glaube, es ist ein Moment von Lebensvollzug. Lange Zeit habe ich gesagt, menschliches Leben, mir liegt aber nicht viel daran zu sagen, und Tiere haben das nicht, und vielleicht gibt es nämlich sogar bei Pflanzen Resonanzphänomene, das war gar nicht das, was mich jetzt, also ich will nicht eine Abtrennung in der Sache machen, aber ich glaube, im menschlichen Leben auf jeden Fall, das wird dort interessant, wo solche Prozesse in Gang kommen. Momente der Unverfügbarkeit oder Momente der Resonanz. Und wie bin ich darauf gekommen? Lassen Sie mich noch ganz kurz skizzieren. Also ich hatte ja dieses Beschleunigungsbuch oder die Beschleunigungsbücher geschrieben, das haben Sie schon gehört, das mich zu einer Gesellschaftsdiagnose führt, von der ich inzwischen sage, das Konzept der dynamischen Stabilisierung steht im Zentrum. Ja, diese Gesellschaft kann sich nur durch permanente Steigerung erhalten. Bedeutet übrigens, jedes Jahr mehr Weihnachtsgeschenke verschenken und auspacken. Ist ein bisschen ein Problem, wenn die Menschen eigentlich schon nichts mehr brauchen. Und also die einen, die schenken sollten, haben keine Zeit, schöne Geschenke auszudenken. Und die sie kriegen, haben keinen Platz, sie nachher aufzustellen. Das ist ein gewisses gesellschaftliches Problem. Gut, aber die Gesellschaft kann sich nur durch Steigerung erhalten. Sie muss wachsen, beschleunigen und innovieren, um ihre Struktur zu erhalten, ja, weil sie sonst zusammenbricht. Ich weiß nicht, ob wir das noch diskutieren müssen. Ich glaube, hier in Flensburg muss man das nicht. Aber sonst können wir das gerne machen. Und es führt dazu, dass wir individuell und kollektiv eigentlich dabei sind, das Leben zu parametrisieren und dann parametrisch zu optimieren. Ja, sowas weiß man an der Hochschule übrigens auch. Ja, gibt, also was ich meine, es gibt für alles Kennzahlen und Kennziffern. Ja, wie ist die Drittmittelquote? Wie viele Drittmittel gibt es? Übrigens geht schon mit Studenten los. Wie viele Studenten hat es in diesem Studiengang und in jenem? Kann man da nicht ein bisschen drehen? Kann man nicht ein bisschen mehr gewinnen oder so? Und dann da kann man die Publikation, die Zitationen steigern und man kann die Drittmittel steigern und die Ranking-Ergebnisse insgesamt steigern. Und es gibt endlose Parameter und das kann man auch im individuellen Leben machen. Die Schrittzahl, den Blutdruck, den Melatoninspiegel, den Serotoninspiegel und Sie können die Wachphasen und die Ruhephasen und die Kalorienaufnahme und die Kalorienabgabe und so. Wir sind wirklich dabei und man sollte das nicht unterschätzen. Leben in allen, und übrigens, ich meine, die Smartphones liefern Ihnen auch ständig die Statistiken. Ja, überall haben Sie Parameter, die Ihre Lebensführung angeben und die können Sie optimieren. Und es gibt halt diese Logik dynamischer Stabilisierung verlangt, dass wir das auch ruhelos tun. Wir stehen immer auf Rolltreppen nach unten. Und ich wollte darauf hinaus, dass dieser Zwang und das Allerschlimmste ist, so habe ich immer versucht darzulegen, dass wir auch noch dabei sind, unsere eigene Definition des gelingenden Lebens dieser Steigerungslogik zu unterwerfen, dass man irgendwie denkt, mein Leben wird irgendwie besser, wenn ich das besser in den Griff kriege, wenn ich jenes noch ein bisschen schneller oder schöner oder tiefer hinkriege und wenn ich mich da noch ein bisschen steigere oder dort noch ein bisschen steigere. So, das Leben insgesamt einer Steigerungslogik unterliegt. Und wenn die Gesellschaft wirklich so ist, wie ich es behaupte, dann ist es irrational, sich auf Resonanzbeziehungen und Prozesse einzulassen. Ne, darum geht es mir irgendwie zu sagen, es gibt einen strukturellen Zwang, Resonanz unwahrscheinlich zu machen, weil, ich habe gesagt, warum. Resonanz bedeutet, du weißt nicht, ob sie überhaupt eintritt, du weißt nicht, wie lange sie dauert und das Schlimmste, du weißt nicht, was dabei herauskommt. Ne, sich auf eine Beziehung einzulassen, auf eine Erfahrung, die wirkliche Resonanzqualität hat, bedeutet, sich auf ein Wagnis einzulassen. Du hast dieses andere nicht völlig unter Kontrolle, mit dem du in Kontakt trittst. Und du hast den Prozess nicht unter Kontrolle. Und du weißt nicht, was dabei herauskommt. In einer Gesellschaft, die permanent unter Zeitnot ist, zum Beispiel, ist es komplett irrational. Wenn du schnell rennen musst, weil der Zug kommt, ist es irrational, sich auf einen Prozess einzulassen, der unverfügbar ist, wo du nicht weißt, wie lange der dauert und nicht, was, was der dann mit dir und aus dir macht. Und es gibt noch eine Reihe von anderen Gründen, warum ich glaube, dass wir eigentlich sozusagen, dass wir strukturell nicht geneigt sind, uns auf Resonanzprozesse einzulassen. Und dabei glaube ich aber, dass gelingendes Leben und Glück
dort passiert, wo wir die Dinge nicht vollständig unter Kontrolle und Griff haben. Wenn Sie das Buch gelesen haben, was ja viele getan haben, dann wissen Sie, dass Sie immer wieder ein bisschen mantraartig auf Igor Levit zurückkommen, den deutsch-russischen Pianisten, der sagt, der gefragt wird, ob er die Mondscheinsonate noch hören kann. Und dann sagt, weil man denkt irgendwie, da sagt er, nee, das hat er so oft gehört und gespielt, das kann er nicht mehr ertragen. Und er sagt, ja, und jedes Mal, wenn er sie spielt, entzieht sie sich ihm irgendwie. Ja, sie kommt, jedes Mal klingt sie anders. Da ist irgendetwas an der Sache, die er nicht völlig im Griff hat, dass er nicht optimieren kann. Und er sagt, und das ist für ihn Glück, er möchte nie damit fertig werden, er will immer wieder neu anfangen, dass da etwas ist in dem Gegenüber, ja, das man nicht unter Kontrolle bringt, nicht optimieren kann und eben nicht verfügbar machen kann. Und die Pointe, auf die ich am Schluss zugesteuert bin, das hatte ich gar nicht im Sinn, dann bin ich auch gleich fertig. Als ich das Buch geschrieben habe, hatte ich das gar nicht im Sinn, dass es da ein letztes Kapitel geben wird, dass die Rückkehr der Unverfügbarkeit als Monster erheißen wird. Weil die These ja lautet, moderne Gesellschaft ist strukturell zur Verfügbarmachung gezwungen, also wissenschaftlich immer weiter hinaus im Weltall und in die Materie, technisch immer bessere Kontrolle über die Dinge, ökonomisch Verfügbarkeit, indem wir die Ressourcen schaffen und so weiter. Dieses Verfügbarmachungsprogramm, dem wir auch individuell folgen, weil wir glauben, Leben wird besser, wenn wir mehr Dinge zugänglich haben, mehr Optionen haben, das stößt auf einen ganz komischen Umschlagspunkt, an dem die Steigerung von Verfügbarkeit plötzlich umschlägt in monströse Erfahrungen von Unverfügbarkeit. Und diese Idee habe ich da ja dann versucht zu entfalten, indem ich mit dem Argument zu sagen, schau dir unser Leben an. Wir müssen eigentlich alles unter Kontrolle haben und haben aber praktisch fast nichts unter Kontrolle. Also das Lieblingsbeispiel ist vielleicht wirklich wie die Atomkraft, weil nämlich als Oppenheimer Kernspaltung entdeckt hat, hat er das wirklich gefeiert, ich verstehe das, und die Leute um ihn herum, als dass wir jetzt auf neue Weise zu Tätern werden können, zu Schöpfern. Ja, wir machen jetzt Materie von innen verfügbar. Das ist eine neue Ebene der Verfügbarkeit. Und das Ergebnis war monströse Unverfügbarkeit. Ja, die Angst vor der nuklearen Katastrophe beherrschte die 60er, 70er, 80er Jahre. Vielleicht sollte sie es heute auch noch beherrschen, wegen Atombomben oder Atomkraft. Wenn das Ding explodiert, sind wir komplett ohnmächtig. Also die Steigerung der Macht der Verfügbarkeit führt zu monströser Erfahrung von Unverfügbarkeit. Und ich glaube, das ist auch auf viel banaleren Ebenen so. Zum Beispiel für Schülerinnen und Schüler, die waren ja hier, glaube ich, auch beteiligt. Das Abi wird immer gesagt, jetzt sind sie frei, herzlichen Glückwunsch, jetzt beginnt sozusagen das große freie, gute Leben für sie. Aber ich weiß inzwischen aus ziemlich vielen Studien und persönlichen Begegnungen, das macht immer mehr Angst, weil die zwischen 19.559 Studiengängen auswählen können und ganz sicher nicht den besten wählen. Und irgendwie dieses Gefühl, dass man eigentlich den Weg, die Zukunft überhaupt nicht unter Kontrolle hat, wird als angstmachend erfahren. Und politisch können wir alles gestalten. Demokratie bedeutet Volkssouveränität. Nicht die Kirche, nicht der König, nicht die Natur, weil wir haben die technischen und ökonomischen Mittel. Wir bestimmen, wie die Gesellschaft aussehen soll. Aber de facto erfährt sich jeder als Opfer. Ja, Premierministerin, der ist no alternative. Eigentlich kann man gar nichts gestalten. Und der Basta-Kanzler. Und es ist auch jetzt nicht viel anders. Also diese Fähigkeit sozusagen, die schlägt immer in ein ganz seltsames Gefühl der Ohnmacht um. Und auch da ist man, habe ich alltagspraktische Beispiele, leuchten mir immer am meisten ein, dass man nämlich, wenn man zum Beispiel, ich meine, diese Verfügbarkeit hat ja inzwischen hochtechnisierte Formen angenommen. Wir können in der Fernbedienung im Prinzip Allmacht spielen. Ja, wenn über so einen Raum können Sie mit einer guten Fernbedienung vollständig verfügen. Wir lassen es hell werden, wir lassen es dunkel werden, wir können es sogar gelb machen oder blau zum Beispiel, wir können es heiß machen oder kalt machen, wir können Sound anmachen oder Sound ausschalten. Das ist Verfügbarkeit von Welt auf eine Weise, die sich unsere Vorfahren nie hätten träumen lassen. Aber wenn so ein Relais kaputt ist oder der Akku alle, können wir gar nichts mehr. Ja? Du kriegst das Fenster nicht mehr auf. Du kriegst vielleicht auch die Tür nicht mehr auf. Du kannst ganz leicht da eingeschlossen werden. Und das Problem ist, die Widerständigkeit der Welt ist jetzt auf eine ganz neue Weise da. Es ist nicht mehr so, dass die Türe klemmt und wenn wir uns alle dagegen werfen, geht's auf oder so, sondern das geht ganz leicht, völlig widerstandslos geht der Griff runter. Ja? Aber die Türe rückt keinen Millimeter. Kann einem auch im Auto passieren. Ich bin in meinem Auto eingeschlossen worden. Das ist eine sehr ungünstige Erfahrung. Also was ich meine ist, dieses Umschlagen von totaler Verfügbarkeit über Ohnmacht, da fehlt es an Selbstwirksamkeitserwartung und Erfahrung. Und deshalb ist mein gegenwärtiger Plan, sowas wie ein mediopassives Weltverhältnis zu konzeptualisieren, wo das zwischen aktiv und passiv ist.
Weil unsere Sprachen, die modernen Sprachen, kennen nur aktiv, ich bin Täter oder passiv, ich bin Opfer einer Handlung. Ich werfe oder ich werde geworfen. Gibt aber andere Sprachen, zum Beispiel Sanskrit oder Hebräisch oder Altgriechisch, da gibt es ein Medium oder ein Medio-Passiv. Beteiligt sein an einer Sache. Ja, übrigens so eine Diskussionsveranstaltung. Ja. Ich bin weder der Täter noch das Opfer, sondern wir machen es gemeinsam. Teilmächtig, nicht allmächtig, nicht ohnmächtig, sondern teilmächtig sein als eine Art von Welthaltung, die vielleicht einen Ausweg aus unserer Misere anzeigt. Ich habe keine Ahnung, wohin das führen wird, aber ich freue mich jetzt auf die Diskussion mit Ihnen allen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Noch gibt es nicht die Diskussion mit allen. Noch haben wir drei Kritiken vorbereitet. Und ich darf jetzt die erste Kritikerin vorstellen. Das ist die indische Germanistin und vergleichende Literaturwissenschaftlerin Professor Dr. Saraswati Mazumdar. Ich stelle sie kurz vor, geboren in Kolkata, das habe ich nicht nachgeguckt, richtig ausgesprochen, in Indien. Studium der deutschen Sprache und Literatur in Neu-Delhi, Promotion 1994 mit einer Arbeit über Feuchtwanger Brecht und den Umgang mit der indischen Kolonialgeschichte. Seit 1978 ist sie am Department of Germanic and Roman Studies an der Universität in Delhi, seit 2002 Professorin. Mittlerweile ist sie im Ruhestand und Präsidentin der Goethe Society India. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Indien in der deutschsprachigen Literatur, kulturelle Transformationsprozesse in der deutschsprachigen Welt und Europa und die Rezeption des indischen Aufstands von 1857 im nicht englischsprachigen Europa. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, Hartmut Rosa eine Kritik zu schenken. So, zunächst einmal möchte ich mich für diese Einladung bedanken und die Gelegenheit, meine Kritik zu äußern. Ich habe mich schriftlich darauf vorbereitet und ich werde das einfach vorlesen, damit das fokussiert bleibt. So, wie Sie gehört haben, vom Beruf her bin ich Germanistin und bin dem Werk von Hartmut Rosa über einen Studenten begegnet, der auf der Suche war, die narrative Verlangsamung im Werk eines deutschen Schriftstellers der Gegenwart zu analysieren. Letztes Jahr hatten wir dann auch das Glück, Herrn Rosa bei einem Besuch in Delhi zu einem Vortrag an der Delhi-Universität anzulocken. Da konnte ich seine sympathische Art miterleben, komplexe Begriffe mit Beispielen, das haben wir wieder gehört, aus dem täglichen Leben zu veranschaulichen. Beschleunigung als Entwicklungsprinzip der modernen Gesellschaft leuchtete mir als nützliches Konzept auch ein. Das Zeitgefühl, das durch diese Beschleunigung erzeugt wurde, schien mir auch für Gesellschaften wie die indische sehr passend. Der grundlegende kapitalismuskritische Ansatz war besonders erfreulich. Ein Ansatz, der im Werk Hartmut Rosas implizit ist, aber in dem mit Klaus Dörre und Stefan Lessenich gemeinsam verfassten Buch Soziologie, Kapitalismus, Kritik, eine Debatte explizit hervorgehoben wird. Auch der Begriff der Resonanz lässt sich meines Erachtens auf das Lebensgefühl der Menschen, insbesondere jungen Menschen, anwenden, denn Resonanz oder vielmehr das Fehlen davon ist ein wesentliches Merkmal der gegenwärtigen sozialen Zustände, wo doch die Aussichten von jungen Menschen immer prekärer und aussichtsloser erscheinen. Ich möchte also mit der Feststellung beginnen, dass ich der Analyse von Hartmut Rosa grundsätzlich sympathisch gegenüberstehe. Auch die verschiedenen Weltbeziehungen, die Sie in dem Buch Unverfügbarkeit so anschaulich beschreiben, finde ich sehr einleuchtend. Denn man kann sie auch in einem Land wie Indien beobachten. Was mir zunächst einmal nicht einleuchtet, ist ihr beschränkter Fokus auf westliche Gesellschaften, wo doch der Kapitalismus ein weltweites Unternehmen ist. Darüber hinaus stellen Sie einerseits fest, dass der Kapitalismus mindestens in der jetzigen Form, so haben Sie das selber formuliert, überwunden werden muss. Aber als Lösung bieten Sie nur einen Appell, den Drang zum Verfügbarmachen
von allem aufzugeben. Indem sie ihre Kritik hauptsächlich auf kulturelle Aspekte, auf das sich verschlechternde Lebensgefühl der Menschen richten und nicht auf die sich verschlechternden materiellen Lebenszustände, vernachlässigen sie andere Grundtendenzen des globalen Kapitalismus, die meines Erachtens den Beschleunigungsmechanismen, die sie beschreiben, zugrunde liegen. Im Folgenden möchte ich diese Punkte kurz erläutern. Sie stellen in Ihrem Buch fest, dass gerade die Politik sich heute als bemerkenswert machtlos darstellt. Denn die Überzeugung hat sich durchgesetzt, ich zitiere, dass die Grundparameter des politischen Handelns von den Märkten, den Prozessen der Globalisierung und von der Logik des Wettbewerbs bestimmt werden und deshalb eben alternativlos unverfügbar sind. Man kann dann nur falsch handeln, im globalen Wettbewerb zurückfallen und gerade dadurch die zukünftigen Verfügungsmöglichkeiten verspielen. Ende Zitat. In der Tat erscheint der Kapitalismus heute mehr als je zuvor als globales System, das eine Reihe von Richtlinien oder besser Gebote, nicht Angebote, zur sogenannten Good Governance weltweit verhängt hat. Diese Richtlinien, wie zum Beispiel Privatisierung und Deregulierung der bis dahin staatlich geregelten Teile der Gesellschaft, haben der Bewegungsfreiheit der individuellen Weltteile, Nationen wie auch Staatenverbünde wie die EU, erhebliche Schranken entgegengesetzt. Dies hat dazu geführt, dass fast alle Staaten eine ähnliche Politik betreiben, die immer weniger geneigt ist, dem demokratischen Druck der eigenen Bevölkerung zu weichen. Auch progressive Regierungen werden bei ihren Versuchen, eine menschenfreundlichere Politik zu machen, eingeschränkt. Dass dabei die Errungenschaften einer Wohlfahrtspolitik, wie unterschiedlich auch immer, seit einiger Zeit auf dem Rückzug ist, ist ein Merkmal nicht nur der westlichen Gesellschaften, sondern auch in Ländern wie Indien. In diesem Weltszenario erscheint der Kapitalismus als das Unverfügbarste schlechthin. Seine Krisen werden, um mit Brecht zu sprechen, wie Naturkatastrophen gedeutet, obwohl wir zurzeit immer häufiger, und zwar weltweit, Naturkatastrophen erleben, die durch den ständigen Drang des Kapitalismus, die ganze Welt verfügbar zu machen, sicherlich nicht kontrollieren lassen. In Anbetracht dieses nicht mehr übersehbaren globalen Wirkens des Kapitalismus stellt sich die legitime Frage, welchen Platz die Gesellschaften der nicht-westlichen Welt in ihrer Vorstellung haben, und verknüpft damit die Frage, wie kann man den Beschleunigungsmechanismen entgegenwirken, die die Welt immer schneller verfügbar machen wollen, wenn für die übergroße Mehrheit der Weltbevölkerung in der nicht-westlichen Welt keine teilnehmende Rolle zugedacht wird. An wen ist Ihr Appell gerichtet? Offenbar an die Menschen in der westlichen Welt, denn es geht in Ihrer Analyse um das Leben durchschnittlicher, spätmoderner Subjekte, die der sogenannten entwickelten Westlichen zugerechnet werden. So bleiben die Subjekte in den anderen Weltteilen unbetroffen in der Analyse wie auch in der vorgeschlagenen Lösung. Man braucht ja gar keine postkoloniale Theorie, um die enge Sicht eines solchen kapitalismuskritischen Ansatzes in Frage zu stellen. Ich glaube, wie vorhin erwähnt, dass Sie in Ihrer Analyse auf Ähnlichkeiten stoßen würden, wenn Sie auch diese ziemlich große Welt da draußen in den Blick nehmen würden. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wen Sie genau mit dem durchschnittlichen spätmodernen Subjekt meinen. Die Menschen in den entwickelten westlichen Gesellschaften allgemein? Wer soll dieser Durchschnittsmensch denn sein? Welche Eigenschaften hat er, außer dass er von den Beschleunigungsmechanismen und den Verlust der Resonanz in seinem Lebensgefühl betroffen ist? In Ihrer Analyse findet man nichts von den Gewinnern und Verlierern
der gegenwärtigen spätmodernen Gesellschaften. Offenbar sind in ihrer Vorstellung alle Verlierer. Im Prinzip kann man dieser Sichtweise vielleicht zustimmen, aber wenn es um eine fundamentale gesellschaftliche Veränderung geht und Sie plädieren wortwörtlich dafür, dann stellt sich die Frage, welche Menschen durch diesen Beschleunigungsmechanismen Profite erzielen. Keine durchschnittliche, sondern unmäßige Profite und welche darunter leiden. Menschen mit prekären Arbeitsverhältnissen, Hartz-IV-Empfänger, lassen sich schwer als Teil eines zusammen mit den Bankenchefs gemeinsamen sozialen Umwandlungsprozesses vorstellen, bei dem die unmäßigen Profite auch nur teilweise reduziert werden sollen. Aber sie vermeiden jeglichen Hinweis auf gesellschaftliche Widersprüche und Konflikte. Damit komme ich zum letzten Punkt meiner Kritik, die eben auf die gesellschaftlichen Widersprüche und Konflikte Bezug nimmt. Sie würden sicherlich nicht bestreiten, dass der Kapitalismus als globales System ohne den Zugriff auf Märkte in den entferntesten Weltteilen nicht lebensfähig wäre. Die gegenwärtige Phase des Kapitalismus, das als neoliberal bezeichnet wird, bietet, wie bereits vorhin erwähnt, den Vorteil, dass kapitalismuskritische Ansätze trotz aller Unterschiedlichkeiten endlich mal die Gemeinsamkeiten in seinen Funktionsmechanismen weltweit beobachten können. So kann man weltweit ein weiteres markantes Merkmal des gegenwärtigen Kapitalismus feststellen, das sind die Mechanismen der Lohnunterdrückung, die für diese Phase charakteristisch sind. Das kann man genauso gut in den industriellen Produktionsstätten beobachten wie im Dienstleistungssektor und sogar in den Universitäten, die ja immer mehr durch eine Politik der Privatisierung und Kommerzialisierung als Dienstleistung konzipiert werden. Diese Lohnunterdrückungsmechanismen strukturieren jede Gesellschaft einzeln wie auch die Beziehungen zwischen den verschiedenen Weltteilen. Wie funktionieren sie? Um nur einige Aspekte der Umstrukturierungsmaßnahmen zu erwähnen. Die Fragmentierung des Produktionsprozesses in kleinere Einheiten, die jetzt an unterschiedlichen Orten der Welt durchgeführt werden und die man dadurch einfacher kontrollieren kann. Die Versetzung von Arbeitsplätzen von Hochlohngebieten nach Niedriglohngebieten. Die Einführung von neuen, informellen und prekären Arbeitsformen, die auch schlechter bezahlt werden und so weiter. Der Anteil an unbezahlter Arbeit, meistens von Frauen, aber auch oft von Kindern, ist auch gestiegen. Es handelt sich dabei nicht nur um Haushaltsarbeit, sondern auch um Heimarbeit, wo die Arbeit nicht im Betrieb, sondern zu Hause verrichtet wird. Dass das Zuhause jetzt immer häufiger zum Arbeitsort wird, ist auch ein Merkmal dieses Prozesses. Ein weiteres Merkmal dieses globalen Lohnunterdrückungsprozesses ist die Wiederkehr bzw. Verstärkung von gesellschaftlichen Hierarchien zwischen Männern und Frauen bezüglich Minderheiten in Indien gestützt auf Kasten und so weiter. Diese Hierarchien bieten sich den Arbeitenden als Strohhalmen, ich weiß nicht, ob ich das richtig benutzt habe, nach denen sie greifen, bei dem Versuch, den Druck von oben so weit wie möglich nach unten zu verlagern. Dadurch wird jeder solidarische Widerstand erschwert. Das hat verheerende Folgen innerhalb einzelner Gesellschaften wie zwischen den verschiedenen Weltteilen. Eine Folge des globalen Lohnunterdrückungsprozesses ist die wachsende weltweite Ungleichheit. So stellt der World Inequality Report 2018 zur weltweiten Ungleichheit fest, und ich zitiere, dass die Einkommensungleichheit in den letzten Jahrzehnten in fast allen Weltregionen zugenommen hat, inklusive in den Gesellschaften der entwickelten westlichen Welt. Der wachsende Unmut und Frustration dagegen wird auch zum Nährboden
für rechtsextremistische, sektiererische, fundamentalistische politische Kräfte. Wenn eine kapitalismuskritische Soziologie diese grundlegenden Widersprüche und Konflikte im gegenwärtigen Kapitalismus nicht aufgreift und in ihrer Analyse aufnimmt, können die angebotenen Lösungen kaum so nützlich sein wie nötig. Zum Schluss möchte ich mit Rekurs auf die Gedanken von zwei Schriftstellern, deutschen Schriftstellern, enden. Brecht hat den Kapitalismus als die große Unordnung bezeichnet, als Jammertal. Mit seinem Werk suchte er nach Möglichkeiten, die große Unordnung begreifbar zu machen und als veränderbar darzustellen und in diesem etwas anderen Sinne vielleicht die Welt verfügbar zu machen. Heiner Müller hat bemerkt, und ich zitiere, die kapitalistischen Gesellschaften leben in einer Bahn der Beschleunigung, die in der Vernichtung endet. Das letzte Stadium dieser Beschleunigung ist die Vernichtung der Zeit. Bevor es soweit ist, hoffe ich auf weitere Denkanstöße von Herrn Rosa. Ja, vielen Dank für diese Kritik und damit komme ich dann zu unserem studentischen Kritiker. David Kronenthaler studiert im dritten Semester des Masterstudiengangs Transformationsstudien. Davor hat er von 2013 bis 2017 Politikwissenschaft und International Relations an der Uni Tübingen und in St. Andrews studiert. Seine Weltreichweite, so schrieb er mir, habe er durch diverse Freiwilligenarbeit vergrößert, zum Beispiel als Jugendgruppenleiter in Argentinien, in der Flüchtlingshilfe in Griechenland und als Hilfskraft in der alpinen Landwirtschaft. Seine studiumsbezogenen Interessenschwerpunkte sind politische, strategische Dimensionen der sozialökologischen Transformation, Gerechtigkeitsansätze und neo-gramscianische Theorie. David Kronenthaler. Also keine Angst, ich werde heute nichts über neogramscianische Theorien erzählen. Ich habe irgendwie heute meine Trinkflasche vergessen, deswegen muss ich erstmal kurz was trinken, weil ich den ganzen Tag noch kein Wasser hatte. So. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vor allem lieber Hartmut Rosa, ich freue mich, dass ich heute als studentischer Vertreter eine von drei Kritiken zu Hartmut Rosas Buch Unverfügbarkeit beitragen darf. Das ist eine große Ehre, insbesondere weil es sich bei dem Werk Rosas um eines handelt, das ich sehr schätze. Was mich vor allem an Ihrem Werk beeindruckt, ist, glaube ich, der Versuch, aufs Ganze zu gehen, wie Sie es in einem neulich erschienenen Beitrag formulierten, also eine umfassende Analyse der Weltbeziehungen in der Moderne zu unternehmen. Ja, als Student der Sozialwissenschaften ist das Kritisieren von Texten quasi mein alltägliches Brot. Ich muss aber sagen, es fiel mir wahrlich nicht leicht, hier und heute eine Kritik zu formulieren, wie das mit der Unverfügbarkeit so ist. Je mehr ich einen Gedanken herbeiführen wollte und so stärker ihn forcieren wollte, desto mehr entzog er sich mir. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass er mir im letzten Moment noch gekommen ist. Das war ja eher so ein Mittelweg, halb verfügbar könnte man sagen. Aber wer das Buch von Ihnen, von Hartmut Rosa gelesen hat, der weiß ja, dass halb Verfügbarkeit das eigentlich erstrebenswert ist. Ja, in den Transformationsstudien kommt uns eine nicht ganz einfache Aufgabe zu. Neben der Analyse sozialökologischer Krisen und Konflikte und gesellschaftlicher Dynamiken sollen wir auch Visionen davon entwickeln, wie eigentlich eine nachhaltige und solidarische Zukunft aussehen könnte. Also die One-Million-Dollar-Frage quasi. Diese Vision oder, um ein mittlerweile etwas inflationär gebrauchtes Wort der Postwachstumskreise zu bemühen, Utopien, hätten dann bestenfalls einen motivierenden Charakter. Wie schon der uruguayische Schriftsteller Eduardo Galeano sagte, Utopie ist dazu da, um sich in Bewegung zu setzen. Und Menschen setzen sich nun mal eigentlich gerne in Bewegung, wenn sie jedes Jahr hören, wie schnell die Klimakrise voranschreitet und wie wenig Zeit uns noch bleibt. Sie schreiben es ja dann auch in der Unverfügbarkeit. In was für einer verzwickten Situation wir uns momentan gesellschaftlich befinden, sähe man unter anderem daran, welche Bilder wir von der Zukunft haben.
Entweder erscheint sie uns als etwas Bedrohliches oder, wie sie For-Future-Bewegungen betonen, als etwas substanziell Bedrohtes. In keinem Fall ist die Zukunft aber ein Ort der Verheißung mehr. Weil diese Furcht uns dann aber eher lähmt, als zum Handeln zu bewegen, müssen wir also positive Zukunftsbilder entwickeln. Die Hoffnung dahinter ist, dass die versandeten politischen Energien wieder aktiviert werden können, die für eine sozial-ökologische Transformation dann dringend benötigt werden. Diese Utopien der Postwachstumskreise sind natürlich aber auch geprägt durch einen kollektiven Bildspeicher. Und wenn wir, denn ich rechne mich jetzt mal zu diesen Postwachstumskreisen dazu, von Utopien reden, dann werden da oft Bilder von Gemeinschaftsgärten aktualisiert, von autofreien Städten, von einer Vielzahl kleiner Läden mit fair und regional produzierten Produkten statt ästhetisch anspruchslosen Shopping-Malls. Das klingt alles ganz gut. Gut genug, um sich in Bewegung zu setzen. Es ist natürlich kein Zufall, dass diese Utopien aus einem hauptsächlich akademisch geprägten Milieu formuliert werden. In ihnen spiegeln sich die Sehnsüchte nach Gemeinschaft, nach Verbundenheit mit der Natur, nach Überschaubarkeit des eigenen Lebens wider. Bereits Sartre bemerkte, dass die Zivilisation der Bourgeoisie eine Zivilisation der Abgeschiedenheit der Menschen voneinander sei. Und um Missverständnisse zu vermeiden, es geht mir nicht darum, diese Sehnsüchte zu diskreditieren. Sie sind ja auch in einer gewissen Weise meine eigenen Sehnsüchte. Und stattdessen möchte ich aber darauf verweisen, dass kollektive Sehnsüchte auch immer spezifisch gesellschaftlich verortet sind. Ich denke, dass Utopien uns vor allem etwas über uns selbst, über unser Begehren und unsere Ängste und Frustrationen sagen. Und das ist der jetzt zugegebenermaßen wenig kunstvolle Übergang zu Ihrem Buch, Herr Rosa. Vor dem Hintergrund meiner Überlegungen zu Utopien und den in Ihnen steckenden Sehnsüchten habe ich das vorletzte Kapitel über das Begehren besonders aufmerksam gelesen und aber auch mit ihm gehadert. Gehadert habe ich vor allem, weil ich das Gefühl hatte, dass in der Analyse der Struktur unseres Begehrens und unserer korrespondierenden Ängste und Frustrationen, wie Sie schreiben, viel Potenzial steckt, das aber, wie ich meine, nicht so recht verwirklicht wird. Das hier wären also meine bescheidenen Gedanken dazu. Ich sehe einmal von Ihren Ausführungen zur Unverfügbarkeit des Begehrens und dem Punkt, dass Begehren sich stets auf das noch nicht Erreichte richtet und aus dem Mangel daran die libidinöse Energie kommt, ab, das mir recht unstrittig erscheint. Gegen Ende des Kapitels schreiben Sie dann, dass das Steigerungsspiel moderner Gesellschaften seine psychische Antriebsenergie verliere, sobald wir die Welt nicht mehr in einem Modus der Verfügbarmachung begegnen und sie damit wieder als Resonanz und nicht mehr als Aggressionspunkt erfahren wird. Und da ist mir nicht ganz klar, was Sie damit eigentlich meinen. Für mich klingt das ein wenig so, als müssten wir in erster Linie quasi eine Kritik des eigenen Begehens üben und unsere innere Haltung zum Begehren und damit zur Welt verändern. Und da wäre ich ein bisschen skeptisch, denn ich halte, glaube ich, die strukturelle Verankerung der Steigerungslogik unseren gesellschaftlichen Institutionen für bedeutsamer, vor allem auch in Bezug darauf, wie sie unser Begehren eigentlich prägen. Ich würde dann, glaube ich, eher dazu tendieren, der Veränderung von Institutionen auch bei der Transformation des Begehrens Vorrang zu geben, ohne dabei aber zu sagen, dass eine Ideologiekritik des eigenen Begehrens, wie Sie es fordern, irgendwie fruchtlos wäre. Ein weiteres Fragezeichen bezieht sich dann auf die Grundstruktur des Begehrens. Ist das nicht charakteristisch für Begehren per se, Unerreichtes erreichbar machen zu wollen, und wohnt Ihnen damit nicht immer ein gefährliches Moment inne, das droht, Erreichbarkeit in stumme Verfügbarkeit zu verwandeln? Dann wäre aber eine Hoffnung auf eine komplette Transformation des Begehrens, die dazu führte, ihm den gefährlichen Stachel zu ziehen, vergebens und stattdessen ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Begehren sinnvoller. Und zum Zweiten, ich glaube, da stoße ich in ein ähnliches Horn wie meine Vorrednerin, erscheint es mir von großer Bedeutung zu sein, dass wir eben nicht einfach von einem Begehren an sich sprechen können, sondern Begehren und auch kollektive Ängste, worauf ich in dem Beispiel mit den Utopien ja verwiesen habe, immer gesellschaftlich verortet sind und damit plural. Den einen mag die Zukunft eben in erster Linie als etwas Bedrohtes erscheinen, den anderen vor allem als etwas Bedrohliches. Das ist, finde ich, ein ziemlich großer Unterschied, denn die unterschiedlichen sozialen Situationen, in denen sich Menschen befinden, haben ganz andere Formen der Furcht und des Begehrens zur Konsequenz. Das manifestiert sich beispielsweise in einem oft skandierten Slogan der Gelbwestenbewegung: Die Regierung redet vom Ende der Welt, wir vom Ende des Monats. Das ist auch, finde ich, interessant, wie da unterschiedliche Zeithorizonte impliziert sind, nicht? Also das Ende der Welt ist irgendwo in einer fernen Zukunft, aber das Ende des Monats, das können wir uns alle ganz leicht vorstellen.
Und jeder, der auch mal die Erfahrung gemacht hat, wenig Geld zu besitzen, der weiß, wie schnell sich Gedanken und Wünsche um den Besitz von Geld drehen und was man damit alles sich leisten könnte und würde. Und das ist aber ein Problem, das wir nicht nur in Frankreich haben, sondern auch in Deutschland driften die sozialen Lebensrealitäten ja immer stärker auseinander. Ich habe da noch ein paar interessante Zahlen mitgebracht. In Deutschland müssen mittlerweile 3,4 Millionen Menschen zwei Jobs machen, um von ihrer Arbeit überhaupt leben zu können. Und diese Zahl nimmt seit 15 Jahren kontinuierlich zu. Und noch mehr Menschen, nämlich 4,2 Millionen, verdienen unterhalb der Niedriglohnschwelle, die bei 2.139 Euro brutto liegt. Das ist ein Fünftel der Vollzeitbeschäftigten. Besonders Ostdeutschland ist davon stark betroffen. Und ich denke, dass für viele dieser Menschen das nicht eingelöste Versprechen der Moderne weniger in den klingenden Weltbeziehungen liegt, als vielmehr in der Bereitstellung ökonomischer Sicherheit und der gerechten Verteilung von Reichtum. Das sind jetzt nur sehr skizzenhaft angedeutete Gedanken, die sicherlich ihrerseits noch eine deutlichere Ausarbeitung und für eine fundierte Kritik bedürfen. Wie gesagt, halte ich eine kritische Analyse der kollektiven Ängste und der libidinösen Energien unserer Gesellschaft für sehr vielversprechend, auch wenn ich vielleicht noch ein wenig skeptisch bleibe, ob sie wirklich aus dem Labyrinth einer resonanzlosen Steigerungsgesellschaft, wie sie schreiben, führt. Ich freue mich aber darauf, mich vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Danke. Ja, vielen Dank, David Grundenthaler. Und damit kommen wir zu unserem letzten Kritiker, Professor Dr. Werner Reinhardt. Er ist Präsident der Europa-Universität Flensburg. Auch ihn stelle ich vor. Er hat Germanistik und Anglistik, Amerikanistik an der Universität Mannheim und der University of California in Berkeley studiert und wurde 1990 promoviert mit der Arbeit Literarischer Wahn, Studien zum Irrsinnsmotiv in der amerikanischen Erzählliteratur von 1821 bis 1850. Ist immer wieder ein schöner Titel. 1998 habilitierte er sich im Fach Amerikanistik. 2002 erfolgte der Ruf auf eine Professur an die noch damalige Universität Flensburg. Und seine Forschungsschwerpunkte, wenn er denn zum Forschen kommt, liegen in den Bereichen Gegenwartsliteratur, Wechselbeziehung, Literatur und Politik sowie Gattungstypologie. Werner Reinhardt, Ihr Podium. Ja, liebe Mitglieder unserer Universität, liebe Gäste, lieber Herr Rosa, schön, dass wir uns kennenlernen. Das Leben hat die Begegnung zwischen uns mit einer Hartnäckigkeit vermieden, die an Absichtlichkeit grenzt. In den 90er Jahren war ich eigentlich ständig an der Universität Mannheim, zunächst als wissenschaftlicher Assistent, dann als Hochschulassistent, nach der Habilitation dann als Hochschuldozent, nur 2 Jahre nicht. Und in diesen 2 Jahren waren Sie an der Universität Mannheim. Die ganze Wahrheit aber ist, auch damals gab es keine organisierten Mittelbautreffen jenseits von Fakultäten. Wir hätten uns auch da nicht kennengelernt. Das ist eben der Unterschied zwischen einer ordinarien Universität in Baden-Württemberg und einer demokratischeren Universität in Schleswig-Holstein. Vieles an Ihrem Buch, das haben auch die Vorredner schon gesagt, finde ich hochsympathisch. Einiges ist mir aus der Seele gesprochen. Der Fokus liegt hier auf Kritik, deswegen will ich nur 2 Beispiele nennen. Nein, ich gebe Ihnen recht, Kompetenzerwerb ist nicht schon Bildung. Bildung zentriert sich immer um Persönlichkeitsentfaltung und da ist Kompetenzentwicklung allenfalls eine Voraussetzung. Und ja, auch ich führe einen beständigen Kampf gegen To-Do-Listen, die niemals abgearbeitet werden können und den ich deshalb Woche für Woche verliere. Ich habe einige Zeit gebraucht, um zu erkennen, das ist die Machart des Buches. Jeder und jede im Raum findet irgendwelche Sätze, die er oder sie unterschreiben kann. Weil der Adressatenkreis des Buches jenseits der Soziologie liegt. Ein breites Publikum wird angestrebt mit unterschiedlichen Sozialisationen, aus unterschiedlichen Fachkulturen und ganz sicher auch jenseits des Elfenbeinturms Universität. Gerade deshalb eignet sich Ihr Buch ja auch so vorzüglich für die Aktion Eine Uni, eine Stadt, ein Buch.
Ich weiß nicht, ob ich das könnte, so für viele Adressatenkreise zu schreiben. Ich wünschte aber, ich könnte es. Und doch, trotz aller Zustimmung, Bewunderung auch, ist Unverfügbarkeit nicht mein Buch. Nicht nur im banalen Sinne, dass ich es nicht geschrieben habe. Es wird keines meiner Lebens- und Lieblingsbücher werden, weil sich darin vieles findet, was mich verstört und einiges, was mich zum Widerspruch reizt. Ich bin nicht mit ihm glücklich, es macht mich nicht glücklich und das Zusammentreffen zwischen dem Buch und mir war, glaube ich, auch keine glückliche Fügung. Es war aber nicht ganz leicht herauszufinden, was genau ich auszusetzen habe. Insofern war das Ergebnis der Texterkundung immer auch Selbsterkundung, denn ich habe mich tatsächlich anrühren lassen von dem, was Sie schildern. Am Ende habe ich 3 Punkte gefunden. Der Essayist, und nennen Sie ihn selbst, der Essayist für mich erstens zu unpräzise, teilweise in Vokabular und Metaphorik auch zu gewaltinfiziert. Zweitens, er ist mir in Diagnose und Ausblick zu pessimistisch. Drittens, er wirkt auf mich in einem unguten Sinne nostalgisch. Zur Impräzision. Der Begriff Unverfügbarkeit wird dutzendfach paraphrasiert, illustriert, konnotiert. Ich habe nicht gefunden, wo er präzise definiert wird. Der Begriff des Unverfügbaren ist selbst unverfügbar, mir jedenfalls allenfalls nur halb verfügbar. Und ich bin Literaturwissenschaftler, ich schätze Ambivalenz in Texten. Aber wenn ich Texte analysiere, dann will ich Wahrheit vermeiden. Der Versuch, in den Begriff mir verfügbar zu machen, führte paradoxerweise zur Potenzierung seiner Unverfügbarkeit für mich. Die eine Begrifflichkeit, mit der ich am heftigsten hadere, ist das Konzept von der Welt als Aggressionspunkt. Die Welt des Buches ist nicht die Welt, die ich sehe und erfahre, und ich gebe gerne meine Beschränktheit als Bürger der westlichen Welt zu. Aber auch in der westlichen Welt sind Wutbürger keine gesellschaftliche Mehrheit. Mit Aggressivität nach außen agieren ist nicht mehrheitlich Teil einer gegenwärtigen Praxis. Ich glaube, es ist noch nicht einmal besonders erfolgreich. Bestandteile der europäischen politischen Kultur, die wir als Europa-Universität verteidigen, sind im Gegenteil Minderheitenschutz, Menschenrechte, Klimaneutralität und nachhaltige Entwicklung, Diplomatie und globale Zusammenarbeit, Toleranz gegen kulturelle Vielfalt, Frieden, Freiheit im Denken und im Forschen, allesamt Ziele, die weder ein aggressives Verhältnis zur Welt noch eine aggressive Erfahrung von Welt nahelegen. Diese Anmerkung leitet über zu meinem zweiten Kritikpunkt, der Pessimismus. Das Buch zeichnet über Jahrhunderte hinweg eine Verlustgeschichte nach, und zwar auch dort, wo sie für mich eine Fortschrittsgeschichte ist. Vielleicht ist das Berufskrankheit. Wir sind Universität und stehen für Wissenschaft. Wissenschaft schafft Wissen. Wir wissen heute mehr, als wir vor 50 Jahren wussten, und wir werden in 50 Jahren mehr wissen, als wir heute wissen. Und jetzt bin ich auf Glatteis, aber ich behaupte, die Welt wird eine bessere, je mehr wir wissen. Vor 700 Jahren konnte noch irgendein Fürst, dem mein Gesicht nicht gepasst hätte und wenn ich am Straßenrand gestanden war, hätte mir den Kopf abschlagen lassen, nichts wäre passiert. Vor 400 Jahren im Dreißigjährigen Krieg wurde Deutschland um ein Drittel reduziert durch Irrationalismen. Vor 200 Jahren wurden diejenigen, die sich für Demokratie besonders in studentischen Kreisen eingesetzt haben, eingekerkert. Heute haben wir Rechtsstaatlichkeit. Ich habe den Verdacht, Ihre Deutungsstruktur der Entwicklung der Welt wird inspiriert von der Romantik. Ich finde aber meine Bündnispartner eher in der Aufklärung, im Vormärz oder Vorsitzende der Goethe-Gesellschaft, von mir aus auch in der Klassik, das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. Indem neoromantisch Verluste beklagt wird, wird, glaube ich, der Zeitgeist nicht analysiert oder nicht nur analysiert, sondern auch repräsentiert und artikuliert. Und letztlich mein Punkt, die Nostalgie.
Ich weiß wohl, Zeitreisen sind nicht möglich. Ich bin auf dem Gebiet der Spekulation, wie Sie selbst auch. Und dennoch habe ich den Eindruck, Sie imaginieren in der Vergangenheit eine heile Welt, eine Vergangenheit, die nie war. Noch der letzte Satz führt Zorn und Verzweiflung nicht auf das zurück, was uns verwehrt ist, sondern auf das, was wir verloren haben. Die Anrührung und bildungsbürgerliche Transformation war immer schon ein Privileg bestimmter sozialer Schichten. Sie waren in jeglichem Kontext elitär, manchmal waren sie auch rassistisch. Selbst SS-Schlechter haben sich für sich in Anspruch genommen, dass deutsche Kunst sie affiziert, anrührt und transformiert. Tatsächlich aber müssen die Bedingungen angeschaut werden. Wer unten ist, für den ist Berechenbarkeit und Erwartbarkeit keine Last, sondern ein Schutz. Kein Verlust, sondern eine Bereicherung. Vielleicht ist es in etwa eine Paraphrase von dem, was Sie gesagt haben. Es macht einen Riesenunterschied, ob die Zukunft bedroht ist oder ob die Zukunft bedrohlich ist. Wer schwach ist, braucht kollektive Solidarität und nicht autonome individuelle Erfahrung. Und vielleicht ist auch das Gramsci, Pessimismus der Intelligenz, aber Optimismus der Tat. Wer primär Verluste vertrauert, stiehlt sich, so meine Haltung, aus der Verantwortung im Hier und Jetzt. Ich habe also gar nicht einzelne Kritikpunkte wie meine beiden Vorredner. Es geht mir um Haltungen und Schlussfolgerungen. Ich kritisiere gar nicht, dass Ihr Buch keine Gebrauchsanweisung für Mentalitätswandel enthält. Das kann es gar nicht. Aber ich kritisiere schon, dass es eine Stimmung verbreitet, die nicht an die Veränderbarkeit der Welt glaubt. 10 Minuten ist keine Zeit für eine differenzierte Argumentation. Es geht, wie gesagt, um Einschätzungen, Prognosen, Bewertungen und um Bewertungen von Haltungen. Und ich glaube, dort unterscheiden wir uns. Ich will das abschließend mit einem Gedicht illustrieren. Es ist ein Naturgedicht, ein Schneegedicht, das sinnigerweise noch von einem Autor namens Robert Frost geschrieben wurde. Ja, an den Schneefall erinnern sich alle, auch die, die nicht über Seite 1 hinausgekommen sind. Was mich mehr erschreckt hat, war, dass auch einige Rezensenten anscheinend nicht über Seite 1 rausgekommen sind, weil sie immer über den Schneefall schreiben. Ich will nicht verhehlen, Ihr Buch hat mir eine neue Sicht auf dieses Gedicht eröffnet. Tatsächlich bieten Sie ein Instrumentarium, um dieses Gedicht zu analysieren, denn das artikulierte Ich beschreibt eine multiple Resonanzbeziehung zur Natur, zum eigenen Pferd, zum Schnee, zum Wald, zum See. Ein Teil der Interpreten, ich zähle mich dazu, kommt aber zu dem Ergebnis, es ist nicht in erster Linie ein Naturgedicht, sondern ein Gedicht über eine existenzielle Frage, letztlich eine Reflexion über Freitod. Und die Wendung, die das Gedicht macht, ist eben eine Wendung weg von Anrührung hin zu Disziplinierung, weg von Paralyse hin zu Verpflichtung, weg von Autoaggression hin zu gesellschaftlicher oder familiärer Verantwortung. Das Gedicht hat 16 Zeilen, in 13 sind wir uns, glaube ich, völlig einig. Der Dissens beginnt ab Zeile 14 und weil Sie die Zeile 14 ja nicht sehen können, werde ich kurz vor Zeile 14 hüsteln oder irgendwie mich räuspern. Denn ich vermute, ab Zeile 14 würden Sie sagen, das ist eine Verlustgeschichte, das Resonanzgeschehen ist unterbrochen und hat nicht funktioniert. Und ich würde sagen, das ist eine Erfolgsgeschichte, denn nur weil dieses Ich die Welt über sich verfügen lässt, überlebt es. Wie gesagt, Robert Frost, ein Gedicht von 1923 schon, Stopping by Woods on a Snowy Evening. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near between the woods and frozen lake the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep. But I have promises to keep and miles to go before I sleep.
Meilen müssen wir nicht gehen, aber 45 Minuten haben wir noch und in 45 Minuten kann selbst der nicht optimierte Körper 2 Meilen laufen. Ich bin gespannt, was kommt. Vielen Dank an Werner Reinhardt. Und damit haben wir unsere 3 Kritiker komplett. Das Verfahren ist jetzt so, dass Hartmut Rosa darauf antworten kann. Ich habe gedacht, es gibt die Möglichkeit, dass, wenn jemand dringend noch was von den Kritikern dazu sagen will, das auch geht. Und ansonsten öffnen wir dann das Auditorium für Fragen. Ich habe dort Mikros, die ich rumreiche. Da die Krankheitswelle zugeschlagen hat, bin ich alleine. Das heißt, ich eile hier herum und gebe Mikros bitte ein bisschen anzeigen und vielleicht in Geduld sich üben, bis das Mikro dann da ist. Hartmut Rosa. Ja, haben Sie ganz herzlichen Dank für diese 3 wirklich super Kritiken. Ich muss zugeben, Sie haben meinen Blutdruck so richtig nach oben getrieben. Und so stelle ich mir das eigentlich vor, sozusagen in freundlicher, offener Zugewandtheit, wirklich hart in der Sache. Für mich heißt Resonanz überhaupt nicht Harmonie und Einklang, sondern dass man das Gefühl hat, da geht's jetzt wirklich um was. Und das hatte ich bei allen 3 ihren Kritiken. Da ist nicht einfach nur irgendwelche Gefälligkeiten, sondern da geht's schon wirklich um die Sache. Und ich habe noch nie in Anspruch genommen, die perfekten Antworten zu haben. Und das wird jetzt auch nicht auf die Schnelle möglich sein. Aber es gibt ein paar Punkte, zu denen ich ganz dringlich noch was sagen will. Und dann lassen Sie uns mal schauen, wo uns das hinträgt. Ich finde, Sie haben wirklich die ganz wichtige Sachen hier angesprochen. Ich möchte gerne mit dem Letzten, ich mache es in umgekehrter Reihenfolge, weil da bin ich gerade noch in Wallung. Ich finde, ich würde das ehrlich gesagt gerade gerne umdrehen und würde irgendwie sagen, weil Sie haben irgendwie gesagt, Sie glauben an die Veränderbarkeit der Welt. Da würde ich sagen, ja, das tue ich auch. Ich bin ganz tief davon überzeugt. Ich will eine Revolution, und zwar eine radikale, wohingegen Sie, jetzt drehe ich den Spieß um, nach dem, was ich gehört habe, einfach fürs Weiter-so stehen. Sie sagen, ist ja alles super, Befreiungsgeschichte, Fortschrittsgeschichte, es geht uns so viel besser, also machen wir doch gleich so weiter, vielleicht mit ein paar kleinen Veränderungen. Also ich meine, ich will vielleicht mal die drei Punkte durchgehen. Die Sache mit der Präzision ist interessant, da ist was dran. Ich versuche eigentlich immer, ich habe ja tatsächlich, das ganze Buch ist eigentlich ein Versuch. Das ganze Buch ist ein Versuch, etwas auf den Punkt zu bringen, was sich vielleicht nicht auf den Punkt bringen lässt. Und eigentlich finde ich, was so ein ähnlicher Versuch war, ist bei Adorno in einer ganz anderen Sprache das Nicht-Identische, das, was sich entzieht. Also genau genommen, es gibt eine Stelle, es gibt eine Stelle in dem Buch, vielleicht ist mir auch, ist übrigens ganz witzig, finde ich. Es gibt da eine Stelle, wo ich irgendwie sagen wollte, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Sie haben natürlich recht mit der Romantik, würde ich sagen, ist aber nicht einfach, das wird ja bei uns immer abwertend benutzt, also romantische Verklärung. Und die romantische Philosophie hat aber meiner Ansicht nach sehr, sehr viel zu bieten, tatsächlich. Und, aber ich wollte sagen, ich habe in dem Buch geschrieben, wenn ich jetzt zum Beispiel so jemandem sage, oh, schau mal, wie der Mond aufgeht. Und dann sagt der andere, na, was ist damit? Ist ein Gestirn 300.000 Kilometer weit weg, geht jeden Abend auf. Und was soll ich jetzt damit? Ist es unmöglich eigentlich zu sagen, was ich meinte? Schau mal da, der Mond. Das jetzt auf den Punkt zu bringen, ist fast unmöglich. Und da habe ich gesagt, so ähnlich ist es mit dem Begriff der Unverfügbarkeit. Wenn einer sagt, ja, was ist damit? Einige Dinge in der Welt sind halt kontingent, die kriege ich nicht in den Griff. So what? Dann habe ich geschrieben, dann habe ich jetzt eigentlich so ein ähnliches Problem wie der mit dem Mond, ja, also es, weil es eigentlich geht wirklich um das Nicht-Identische, das, was sich da immer wieder entzieht. Und dann hat tatsächlich ein Amazon-Rezensent geschrieben, 1 Stern habe ich von dem kassiert. Und Sie sehen, ich lese das Zeug schon, ich finde es interessant zu schauen, was Menschen aus allen möglichen Schichten damit machen. Einer hat geschrieben, ja, wenn der Herr Professor nicht weiß, von was er schreiben soll, dann hätte er halt vielleicht noch ein paar Jahre warten sollen. Also die Sache das nicht auf den Punkt zu bringen, das sieht man auch, oder das nicht präzise zu definieren, das sieht man ja auch in dem Versuch oder in dem schwierigen Begriff der Halbverfügbarkeit, weil es geht mir wirklich als ein Kernelement von Resonanz mit etwas in Kontakt sein, was sich der kompletten Verfügung entzieht, aber dennoch mit Erreichbarkeit, aber dennoch erreichbar ist. Und das wollte ich eigentlich durch alle möglichen Konstellationen einfach mal durchdeklinieren, wo begegnet mir so eine Figur. Und tatsächlich konnte ich es nicht präziser, obwohl ich normalerweise
Wert auf Präzision lege. Ich glaube, da liegt es einfach auch in der Sache. Die Sache mit dem Aggressionspunkt, das hängt vielleicht auch mit dem Pessimismus zusammen. Also da geht es mir nicht um die deklarierten Werte. Natürlich wollen wir nicht, ich meine, genau genommen geht es mir auch immer darum, die Ambivalenzen herauszuarbeiten. Also Sie sagen, da ist Nostalgie im Spiel. Da haben Sie den letzten Satz nicht richtig zitiert, behaupte ich. Da darf jetzt mich schon wehren. Weil da steht nämlich nicht nur, es geht um das, was wir verloren haben, sondern ich habe geschrieben, das, was wir verloren haben, indem wir es gewonnen haben. Ja, weil da ist die Ambivalenz schon drin. Es ist ein Gewinn. Also ich stimme Ihnen zu, in ganz vielen Hinsichten. Aber was ich wollte, ist zu fragen, kann es sein, dass in den ganzen Gewinnen, die wir gemacht haben, wissenschaftlich, technisch, politisch, rechtlich, dass da wenigstens an manchen Punkten auch etwas verloren geht. Und es ist sehr, sehr schwer, den auf den Punkt zu bringen, weil wenn man das umdreht, ich würde sagen, so wie Sie das machen und sagen, ja, willst du lieber wieder eine Welt, wo wir das alles nicht können und nicht haben? Sie haben es tendenziell so gemacht mit den Rechten. Ja. Natürlich will ich das nicht. Na, die Frage ist aber sozusagen, gibt es möglicherweise, und auf was ich ja hinaus will, ist zu sagen, es geht mir um eine Grundhaltung zur Welt und zum Leben. Übrigens bei der Sache, wenn ich das noch kurz sagen darf, was wir verloren haben, indem wir es gewonnen haben, es geht mir um diese Ambivalenz. Ich finde, also was mich immer ein bisschen nervös macht und einen Blutdruck steigen lässt, ist, wenn man die Ambivalenz einfach zugunsten einer Seite aufhebt. Also was ich meine, ist sowas wie eine Sache, mit dem Beispiel kriege ich, meistens hole ich mir eine blutige Nase oder ein blaues Auge damit, aber ich mache es trotzdem nochmal, weil es einfach meine eigene Erfahrung war. Also die Sache mit dem Musikhören. Weil Musik ist für mich persönlich eine wichtige Resonanzachse. Und ich sage nicht, das ist gesellschaftlich überall so, das geht jedem mit was anderem so. Und ich finde, man kann da wirklich dieses verfügbar machen und die Halbverfügbarkeit immer wieder auf den Punkt bringen. Also was ich hinaus will, ist, dass, ich meine, der erste Schritt zur Verfügbarmachung ist schon, dass man Musik auf Tonträger presst, ne, in CDs oder in Schallplatten. Das ist natürlich ein Moment der Verfügbarkeit. Und da würde ich sagen, hat Resonanz für mich, Resonanzfähigkeit gewaltig gesteigert. Im Schwarzwalddorf konnte ich sonst kaum Musik hören. Aber ich erinnere mich noch, wie viele, dass ich oft wochenlang gespart habe, meine Schulkameraden auch, um eine Platte zu kaufen, die Pink Floyd Platte, The Final Cut zum Beispiel. Und irgendwann hatte ich sie dann. Und dann hatte ich sozusagen, das war eine wochenlange Quelle von Freude. Es war so. Ne? Und das ging dann eine Zeit lang so, da kamen die CDs. Und eigentlich würde ich sagen, mit dem Steigen meiner ökonomischen Möglichkeiten, weil früher war es immer so, ich habe ewig lang mir eine CDs angehört, um dann die zu finden, die ich wirklich haben wollte. Und mit der Zeit war es so, dass die Zeit abnahm, das Geld zu, da habe ich halt alle 6 gekauft, statt 6 anzuhören. Aber der Gewinn daraus ist nicht um das 6-fache gestiegen. Und ich würde sagen, die gleiche Logik ist jetzt eigentlich die mit Spotify. Ich muss mir gar nichts mehr kaufen. Ja, 10 Euro im Jahr und ich habe 50 Millionen Musiktitel. Ich habe wahnsinnig viel gewonnen. Und natürlich, wenn Sie jetzt sagen, ja, willst du wieder zurück in eine Welt ohne Strom, wo es gar keine Musik gibt? Nee, natürlich nicht. Ich will auch nicht Spotify verbieten. Ich will nur darüber nachdenken, ob möglicherweise die Tatsache, dass ich jetzt 50 Millionen Titel mit einem Klick vor mir habe, und an dem Fall würde ich jetzt erstmal sagen, mein individuelles Erleben hat tatsächlich Musik eher problematisch gemacht. Ich stelle irgendwie fest, also da könnte ich stundenlang drüber reden. Die Frage ist, wie man eine Beziehung zu einem Objekt und einem Ding herstellt. Und da scheint mir eine Ambivalenz drin zu sein. Und ich sage auf keinen Fall, dass es früher besser war. Das sage ich nie, die ganze Resonanztheorie. Aber ich gebe Ihnen recht, ich lege oft dieses Missverständnis nahe. Früher war die Welt noch resonant, heute ist sie scheußlich. Das sage ich auf gar keinen Fall. Meine These oder meine Idee ist, eine Kritik der Resonanzverhältnisse zu machen und aus den von Ihnen und auch von Ihnen und eigentlich von allen drei genannten Gründen ist es früher oder in einfacheren Verhältnissen ganz bestimmt nicht resonanter gewesen, weil wir Repressionen brutaler Art hatten, weil Frauen zum Beispiel über ganz lange Zeit hinweg keine eigene Stimme entwickeln konnten und oder nicht durften, einfach daran gehindert wurden. Und deshalb sage ich nicht, es war früher besser. Die Frage ist nur, ob in dem Entwicklungsprozess möglicherweise was verloren geht. Und wenn man sich die heutige Gesellschaft anguckt, dann finde ich, da kommt man schon nicht darum herum. Ich finde, also was ich mit Aggression meine, ist nicht, dass wir sozusagen eine kriegerische Ideologie verfolgen, wobei wir das manchmal auch tun. Übrigens sogar da sehen Sie die Zunahme der Aggression, weil ich finde es erschütternd, wenn es irgendwie heißt, Merkels Satz wurde da häufig zitiert, ich freue mich, dass es gelungen ist, Bin Laden zu töten. Und die gleiche Logik haben wir heute eigentlich in den Pressemeldungen, wenn es heißt, in Mali oder so wurden so und so viele Islamisten getötet, da zuckt keiner mehr mit der Schulter. Großer Erfolg, ja, die Bundeswehr oder sonst jemand hat es geschafft. Und da würde ich sagen, da sieht man eine gewisse Verrohung, also ich finde, da sieht man eine Verrohung sogar da, aber ich wollte nicht auf diese militärische Ebene hinaus, sondern auf die Frage, wie uns Welt begegnet, wenn wir morgens aufwachen und wir werden geweckt mit der Alarmglocke.
Ja, es ist eine Alarmglocke, es ist nicht irgendwie der Hahnschrei oder sonst was. Und dann ist es eine Liste an Dingen, die wir tun müssen. Und ich glaube, dass so eine, und diese To-Do-Liste explodiert und die führt zu einer aggressiven Grundhaltung und ich finde, die überträgt sich in die Alltagswahrnehmung der Welt. Was mir nämlich auffällt, ist, wenn ich mit meinen Studenten rede, und ich nehme das in Flensburg ganz ähnlich wahr, habe ich einen großen Hass auf den Kapitalismus. Ja. In Jena ist eine linke Uni, der Kapitalismus, der tötet, der ist scheiße. Ja, mit den Leuten reden wir gar nicht. Dann irgendwie, wenn die außerhalb von Jena in Thüringen rumlaufen, haben sie ganz viel Hass auf die Immigranten, ja, diese Flüchtlinge, die hier alles überfolgen oder sonst was. Dann haben sie aber auch ganz viel Hass auf die Leute, die Immigranten hassen, ja, diese Rassisten und diese Faschisten, die müssen irgendwie weg. Und sie haben ganz viel Hass auf die Leute, die unsere Welt ökologisch kaputt machen. Dann gucken Sie sich die USA an. Die Trumpianer, lock her up, ist ihr Lieblingsruf. Die würden die Demokraten irgendwie mundtot machen. Und die Demokraten hassen Trump wie die Sau. Und in England haben sie die Leavers, die die Remainers hassen. Ich finde, Aggression übersetzt sich als Grundhaltung und darum geht es mir, das zu erforschen. Und ich finde es keine überzeugende Antwort, dann zu sagen, ist doch eine großartige Fortschrittsgeschichte, wird alles irgendwo. Sie sehen, ich kann ganz schön bösartig zurückschlagen. ja, lassen Sie uns mal schauen, wo uns das noch hinführt, aber ich weise alles zurück. Okay. Ja, ich soll jetzt nicht ewig reden, aber es würde ich nur als Diskussionsangebot gemacht, weil ich verstehe schon diese Einwände. Manchmal kommen sie mir selber. Die Sache mit dem Begehren und der Angst finde ich sehr interessant. Ich würde Ihnen sofort zugeben, das war nur so, es ist ja wirklich ein Essay gewesen. Ich habe den relativ schnell, ich wollte es einfach mal versuchen. Ich wollte mal einen Gedanken richtig das können Sie sagen, war ja nicht systematisch. Ich wollte ihn von allen Seiten her durchdenken und wenden und dachte, ich glaube, ich habe da ein Problem, was nicht nur mein Problem ist. Lass mal gucken, wohin es führt. Und da bin ich auf diese Begehrensgeschichte gekommen und ich gebe Ihnen zu, ich wollte eigentlich, vielleicht mache ich es in meinem nächsten Buch, da nochmal systematisch drüber nachdenken. Grundsätzlich würde ich sagen, ich glaube, die stärkste Idee für mich liegt darin zu sagen, was der Kapitalismus, da komme ich sozusagen auf das, was Sie auch beide angesprochen hatten, der lebt auf der Konsumseite davon, dass er das Resonanzbegehren, von dem ich glaube, dass es unsere Grundsehnsucht ist, ich behaupte, es ist quasi eine anthropologische Konstante, wir begehren Resonanz, das machen schon kleine Babys, bevor sie Sprachwesen, Vernunftwesen oder Possessive Individuals sind, sie wollen in Resonanz treten, in Kontakt, sie wollen berührt werden und sich selbstwirksam in der Antwort erfahren. Und ich glaube, der Kapitalismus sozusagen lebt ununterbrochen davon, dass er an dieses Resonanzbegehren appelliert. Das sieht man bei jeder Commodity, bei jeder Ware, die sie uns verkaufen wollen. Also die Idee ist irgendwie, kauf dieses Auto und du hast eine ganz neue Weltbeziehung, ja, eine neue Selbstwirksamkeitserfahrung. Oder kauf diesen Apfel und du wirst Natur auf deiner Zunge spüren. Oder kauf dieses Deo und du wirst wirkliche Freundschaft erfahren. Oder sowas. Aber der Witz ist jetzt, dass das Resonanzbegehren in Objektbegehren übersetzt wird. Das scheint mir irgendwie so zu sein. Und dann kaufst du das Objekt und dieses Objekt kann auch eine Reise sein. Zum Beispiel mach eine Kreuzfahrt mit Polarlichtgarantie. Das ist mein neues Lieblingsbeispiel für Verfügbarmachung. Ja. Weil da sehen Sie, nämlich darauf kann ich einen Rechtsanspruch haben. Wenn ich das Polarlicht nicht sehe, kriege ich mein Geld zurück. Aber dass das Polarlicht mich in diese Beziehung setzt, berührt, transformiert. Und zwar, es ist nicht einfach, Resonanz ist nicht ein passives Berührtwerden. Es ist auch ein sich selbstwirksam erfahren in der Antwort. Und daraus geht was Neues hervor. Und das wird eben unterlaufen, weil ich das nicht kaufen kann. Ich will an der Stelle, weil Sie die Sache mit den... Also da ist ganz viel zu sagen. Also ob man bei der Institution anfängt oder bei dem Begehren. Ich will das aber gleich verknüpfen mit der Frage nach dem Kapitalismus nochmal. Also irgendwas stört, da gibt's ganz viel dazu zu sagen, aber es stört mich was daran, muss ich wirklich sagen, um es nochmal zu sagen, ich liebe meine Studenten in Jena, aber sie sind halt alles Radikallinke, also die meisten davon. Und was mich irgendwie irritiert, ich würde ja sagen, ich bin der richtig radikalste Linke, neulich hat der Klaus Dörrer mir den Gefallen getan, dass er gesagt hat, ich sei der letzte wirkliche Marxist, ich sage gleich warum, aber nun gut, also meine radikallinken Studierenden, die irritieren mich manchmal, weil es irgendwie so, an allem ist der Kapitalismus schuld. Ich habe schon irgendwie gedacht, da kann's, also was früher Gott war, ist jetzt der Kapitalismus, der ist allmächtig, ist das Kapital. Und das ist ja eine komplette, das kann man genauso schlecht greifen wie das Unverfügbare. Es ist irgendwie das Kapital, welche alle diese Veränderungen beibringt. Und ich bin wirklich davon überzeugt, also eigentlich bin ich von zwei Dingen überzeugt. Das eine ist zu sagen,
Das Kapital ist nicht einfach nur da draußen. Das Schlimmste am Kapital ist, dass es auch da drin ist. Ja, es gibt eine Korrespondenz zwischen unserem Handeln und unserer Orientierung und den institutionellen Strukturen. Und eigentlich war es immer mein großer Traum, zu sagen, ich will dem Kapitalismus den Stecker ziehen. Ich glaube, das ist nämlich wirklich, ich meine, Kapitalismus lebt durch von Ausbeutung. Ich meine, in Jena haben wir diese Diskussion ganz, ganz häufig, da geht es immer um die Frage, ist die Ausbeutung das große Problem oder die Entfremdung? Ja, was Sie jetzt beschrieben haben, waren ganz klar Ausbeutungsverhältnisse, von denen ich sofort sagen würde, die gibt es. Ja. Übrigens, aber keine Frage, es gibt brutale und massive Ausbeutungsverhältnisse. Und Entfremdung ist im Prinzip das, auf was ich immer vielleicht mehr geachtet habe bei Beschleunigung und Entfremdung, auch bei Resonanz. Und Klaus Dörre und ich, denn ich lese jetzt Ihre Kritik ein bisschen so, dass Sie eigentlich sagen, das Grundproblem ist diese Ausbeutung, diese institutionalisierte Ungerechtigkeit. Und Entfremdung ist ein bisschen ein Luxusproblem. Ja, kann man sich dann leisten, wenn es einem gut geht? Da kann man über Resonanz nachdenken. Aber ich meine, manchmal frage ich mich das selber. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Leute Hunger haben oder in den irgendwelchen Kali- oder anderen Bergwerken sterben und nicht an Resonanzproblemen leiden? Aber trotzdem... Aber erst recht, diese Kritik würde ich wirklich zurückweisen. Also meine Grundidee lautet, dass Entfremdung eine falsche Form des Lebens, des zur Welt in Beziehung Tretens noch vor der Ausbeutung kommt. Und erfreulicherweise, da liegt mein wahrer Marxismus an zwei Teilen. Der erste ist, jetzt muss ich mich noch daran erinnern, also der erste ist, dass er in den Frühschriften, in den philosophisch-ökonomischen Manuskripten, da sagt er, die Entfremdung, und er führt sie da ja schon durch, als eine Entfremdung von der Natur, eine Entfremdung von den anderen, eine Entfremdung von sich selbst und dann auch eine Entfremdung im Arbeitsprozess, liegt dem Kapitalismus, dem Privatbesitz an Produktionsmitteln zugrunde. Es ist eine gestörte Weltbeziehung, die ein kapitalistisches Weltsystem überhaupt erst möglich macht. Und ich würde sagen, diese Verfügbarmachungsidee und damit eine Entfremdung in der Weltbeziehung macht nur die Ausbeutungsverhältnisse möglich. Das ist meine Grundüberzeugung. Ich bin absolut für Umverteilung, aber die Frage ist doch, wie kommen wir dahin? Kapitalismuskritik gibt es jetzt seit 250 Jahren. Und meine These ist, wenn man das immer in Gewinner und Verlierer aufteilt, gebe ich beiden ein Motiv, das System am Leben zu halten. Weil nämlich die Gewinner wollen Gewinner bleiben, ist doch logisch. Und die Verlierer wollen dahin, wo die Gewinner sind. Und deshalb bin ich auf diese Idee gekommen, ich will dem Kapitalismus den Stecker ziehen. Diese ganze Logik ist irrsinnig. Ja? Ich will nicht das Spiel anders spielen, ich will es überhaupt nicht mehr spielen. Also das heißt nicht, dass man Welt gar nicht verfügbar machen sollte, aber nicht in einem blindlaufenden Steigerungszwang. Und übrigens, das ist mir ganz wichtig, vielleicht höre ich dann damit einfach mal auf. Die These, dass Resonanz nur für westliche, also der Grund, warum ich sage westliche Gesellschaften, ist eigentlich, weil ich mich von ethnozentrischer Arroganz hüten will. Weil ich nicht einfach für Menschen in ganz anderen Kontexten sprechen kann oder will. Ich weiß nicht so genau, welche Konzeption gelingenden Lebens Menschen in Indien haben, jenseits der großen Städte und des Mittelstandes, der da natürlich auch sehr groß ist, oder in anderen Gegenden, wobei ich mich wirklich darum bemühe. Ich bin in China in Dörfer gefahren, wo die gesagt haben, da war noch nie ein Europäer. Ich war gerade in Brasilien mit der Landlosenbewegung, die ja wirklich interessant ist, die eigentlich auch eine Art von Kommunismus geradezu realisiert und eigentlich ziemlich interessant realisiert. Und habe dort auch mit den Müllsammlern geredet und auch in Deutschland, zum Beispiel in der Vesperkirche oder mit Obdachlosen, und ich würde darauf beharren, Resonanzerfahrungen und Beziehungen sind für alle Menschen in allen Schichten und Lagen essentiell. Obdachlose sagen einem ganz häufig zum Beispiel, dass ihr Hauptproblem nicht, also wenigstens bei uns, in der Regel nicht der Hunger ist oder dass sie nichts kriegen, sondern dass sie praktisch wie ein Stück Müll behandelt werden, dass sie gar nicht mehr gesehen werden und dass sie keine Selbstwirksamkeit mehr haben. Ja, dass sie eigentlich das Gefühl haben, ich bin nur noch der vollständig machtlose Almosenempfänger und habe keine Verbindung mehr, keine Spur mehr in der Welt und werde so behandelt. Das ist ein Grundproblem grundsätzlich und in allen Hinsichten. Und ich glaube, das liegt noch der ökonomischen Ausbeutung zugrunde. Die Resonanzverweigerung beginnt meiner Ansicht nach übrigens wirklich da, wo man einfach am Bettler vorbeigeht oder sagt, nee, hau ab. Also ich meine, warum eigentlich? Ich meine, sagen Leute, ich gebe aus Prinzip nichts den Obdachlosen. Was ist denn das für ein Prinzip? Welches Prinzip, bitteschön, ist es? Also, egal. Und noch mal zu der Sache mit der westlichen Gesellschaft. Also wie gesagt, auf der einen Seite wollte ich mich davor hindern, einfach für Leute zu sprechen, für die ich nicht sprechen kann. Was aber nicht heißt, dass ich nicht mit denen sprechen will und dass ich mich das interessiert. Und ich habe immer versucht zu sagen, ich glaube, eine westliche Gesellschaft
kann nicht in sich Resonanz sein, wenn es ihr egal ist, was ihr Handeln für Auswirkungen anderswo hat. Warum? Weil sie das dispositional in eine Entfremdungshaltung zwingt. Wenn ich sage, es ist mir egal, wie es der Arbeiterin in Bangladesch geht, zum Beispiel, ja, dann zwingt mich das zu einer Schließung. Ich behaupte immer, das sieht man in der Handgeste. Die Flüchtlinge müssen für sich selber sorgen. Oder Bangladesch ist nicht meine Ding. Da sieht man gestisch, mimisch in der Stimme diese Verschließung, die der Verhärtung ist, die Resonanz unfähig macht. Deshalb glaube ich, das Interesse, auch da sich darum zu kümmern, wie es anderswo aussieht, wie es da geht, welche Konsequenzen es hat, ist mir sehr groß. Und was ich gefunden habe in Brasilien, in Indien, in China, wir haben mit Indien vom Max-Weber-Kolleg, das wissen Sie ja, und ich liebe solche, ich suche systematisch die Diskussion mit Menschen in ganz anderen Kontexten, zum Beispiel in anderen Ländern oder in der Mülldeponie in Brasilien, aber halt so gut es mir möglich ist. Aber was ich dort finde, ist, dass die Probleme eigentlich die gleichen sind. Es ist eine Orientierung, es ist sozusagen das Leiden an einer tatsächlich an Beschleunigungszumutungen, die häufig davon kommen, dass man 4 Jobs machen muss, um noch irgendwie über die Runden zu kommen, an den ökologischen Problemen, die das hinzuführt, und eine Orientierung oder eine Hoffnung an Teilhabe an einem Lebensstil, den ich in diesem Buch als westlich gekennzeichnet habe. Deshalb würde ich sagen, ich glaube, für gerade in Indien würde ich das schon sagen, also wobei ich jetzt nicht auf die Dörfer gefahren, in Indien bin ich nicht auf die Dörfer gefahren, aber Delhi ist von der Orientierung her nicht so viel anders. Und ich glaube auch von den Konsequenzen mit dem Modi-Hindu-Nationalismus, von dem, was man hier sieht. Sodass ich, dass, also meine, wenn ich schreibe für die westliche Gesellschaft, meine ich das nicht aus Arroganz, weil mir der Rest egal ist, sondern weil ich mir nicht anmaßen will, genug über andere Länder zu wissen. Ich habe gewiss nicht alle Fragen beantwortet, aber ich denke, fürs Erste lasse ich es mal damit. Vielen Dank. Gibt's denn bei euch hier unten das Bedürfnis, einmal zu antworten? Wenn nicht, dann würde ich das öffnen. Ups. Gibt es Fragen? Oder auch Kommentare oder ja. Widersprüche. Widersprüche, Kommentare. Wir haben ja gesehen, was passiert bei Widerspruch. Gibt es Widerspruch? Nein, aber es war nicht böse, oder? Nein. Ach, auf die Bedrohung wollte ich noch was sagen. Vielen Dank. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe Resonanz erfahren gerade. Also ich gehört zu dem. Es gibt diesen Schmerzpunkt, also da würde ich gerne was drüber hören. Es gibt eigentlich das Bewusstsein, ich kann da mitgehen und auch den mittleren Bereich suchen, aber bei dem Bild, bei dem Resonanz, wenn ich in Resonanz gehe, zum Beispiel mit Arbeitern in den Minen oder mit Menschen, die neben mir sitzen und leiden, verzweifelt sind, dann kommt bei mir diese Lähmung, die auch der studentische, so eine gewisse Lähmung. Also was bringt mich tatsächlich in dieser, was bringt mich da so weiter? Also was weil es eigentlich ein Zurückziehen jetzt. Ja. Rider for Future, ja, aber Rückzug. Ich habe 4 Kinder, ich fahre mit dem Auto durch die Gegend, bin durchgeknallt. Ja. Rückzugbewegung. Ja. Und das ist für mich so eine Frage, wie wir mit diesem Bereich umgehen können in dieser Zeit. Ich glaube, also ich glaube tatsächlich, dass das ist nämlich ganz paradox. Also ich finde es ganz paradox, weil theoretisch müsste ja unsere Selbstwirksamkeitserfahrung und Erwartung immer zu gestiegen sein, ja, weil wir immer mehr Welt verfügbar gemacht haben. Aber meine Wahrnehmung ist eben, dass das gerade nicht mehr der Fall ist, dass wir uns eigentlich selbst unwirksam fühlen in ganz, ganz vielen Hinsichten, weil ich glaube, so Ihre Erfahrung ist, ja, aber ich kann irgendwie nichts tun, ich bin eigentlich ohnmächtig. Weil Resonanz ist ja nicht einfach, also ich meine mit Resonanz nicht einfach Empathie, sondern ein Antworten darauf, ein Erreichen der anderen Seite. Und ich glaube, genau das fehlt uns in ganz vielen Hinsichten. Ich glaube, man kann es im Kleinen wie im Großen zeigen, dass ich dann irgendwie sage, ich habe jetzt so viel zu tun, ich kann da jetzt nicht auch noch. Und ich glaube sogar die Tatsache, dass im Moment die Dominanten, ich bin wirklich nachhaltig geneigt, der Fortschrittsgeschichte entgegenzutreten. Also ich finde, dass die politischen Metaphern, die wir momentan überall verwenden, in England, in Brasilien, Indien weiß ich jetzt nicht, müssen wir nochmal genau hinsehen, in Europa, ist die dominante Metapher, ist die des Zauns, der Mauer, der Abschließung, ja, die anderen sollen wegbleiben. Und ich glaube, selbst da zeigt sich sowas wie kollektive mangelnde Selbstwirksamkeitserfahrung, nämlich die Welt, die da andrängt, buchstäblich, die da kommt, die können wir nicht bewältigen, die tötet uns, dann müssen wir ja werden wie die, die überflutet uns oder so. Das ist das Fehlen einer Hören und Antworten, darauf reagieren und darauf eingehen. Und ich glaube, diese Angst kommt daher, dass wir denken, Selbstwirksamkeit bedeutet, die Sachen unter Kontrolle zu haben.
und du kannst diese Welt nicht unter Kontrolle haben. Und die Idee, die ich jetzt mediopassiv nenne, die ich habe, ist sozusagen, nee, nicht, dass wir haben das nicht unter Kontrolle, was passiert, wenn wir 1 Million Menschen hierher hereinlassen zum Beispiel. Aber wir vertrauen darauf, dass wir gemeinsam etwas Neues erzeugen können und aus der Situation etwas machen. Und ich glaube, die Erschöpfung, das Zurückzucken kommt von der fehlenden Selbstwirksamkeitserwartung, wo man dann sagt, ich kapituliere, da kann ich nichts damit machen oder dafür tun. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage. Wie unterscheiden Sie das? Können Sie hier, mal kurz winken? Hier, ja, okay, hier. Ja, danke. Wie unterscheiden Sie das in Ihrem Sinne plural gemeinte mit Hannah Arendt Resonanzphänomen von etwas anfangen, ja, von dem Gefühl, endlich sagt's mal einer und der massenhaften Verbreitung von Ressentiments? Ja. Also ja, das ist schon interessant. Also genau, diese massenhafte Verbreitung von Ressentiments, von der ich wirklich sagen würde, du kannst die überall in der Welt beobachten, auch das, was ich gerade mit Aggression beschrieben habe. Also Modis Hindu-Nationalismus finde ich in gewisser Weise bedrohlich, aber das, was ich auf den Philippinen mit Duterte sehe oder mit Bolsonaro oder so, ist ja immer genau diese Idee. Ich glaube, das ist wirklich der Versuch. Also was ich beschrieben habe, ich glaube, wir haben ein groteskes Missverhältnis zwischen der Idee, dass man politisch alles gestalten könnte und sich trotzdem Menschen als Opfer erfahren. Und dann gibt es jede Art von Ressentimentbildung, die sind schuld oder jene sind schuld. Und im Prinzip gibt einem die, endlich sagt mal einer, endlich tut da mal wieder jemand was, gibt uns eine Idee, da würde ich jetzt sagen, eine Illusion von Selbstwirksamkeit zurück, dass wir wieder Welt gestalten können. Und so können wir sie natürlich gerade nicht gestalten. Und ich glaube, das Problem ist, dass die, jetzt muss ich scharf nachdenken, also das Problem in dieser Ressentiment-Haltung ist, dass es im Prinzip natürlich gerade nicht ein das andere hören und darauf eingehen, sondern dem anderen eine reinhauen ist. Ich glaube, das Problem ist, wenn du dich selbst unwirksam fühlst, eigentlich so, als hättest du keine Spur mehr, keine Stimme mehr in der Welt, dann ist eine Weise, eigentlich die zuzuschlagen, damit zwingst du den anderen wieder zu antworten oder auf dich einzugehen. Das ist aber nicht die Selbstwirksamkeitserfahrung, die Hannah Arendt im Sinn hat oder die Resonanz meint, die nämlich bedeutet eine wechselseitige Transformation, ein auf sich einander eingehen und sich verwandeln zu lassen. Ich meine, ich glaube übrigens wirklich, die Demokratie lebt von der Resonanzidee, dass wir nämlich Menschen hören, die anderes sagen, die anderes meinen, andere Interessen haben, andere Weisen des Betens und Liebens haben und dass wir denen antworten können und in dem Gemeinsamen uns transformieren lassen auf etwas hin. Und diese Ressentimenthaltung heißt, halt's Maul, na, dir habe ich es gezeigt. Und ich finde übrigens besonders schön, zu sehen, meiner Ansicht nach lebt der Rechtspopulismus, den ich als globales Phänomen sehe, ich nenne es mal Rechtspopulismus, einerseits von dem Appell an die mangelnde Resonanz, ich nenne es ja Entfremdung, politische Entfremdung, nämlich Menschen haben das Gefühl, sie haben eigentlich keine Stimme, sie haben keinen Einfluss, sie sind politisch unwirksam. Und jetzt sagt Donald Trump bei seiner Acceptance Speech im republikanischen Parteitag, als er seine Präsidentschafts-, also die Nominierung annahm, da hat er eine wirklich interessante und aus meiner Sicht sehr gute Rede gehalten, ausnahmsweise sehr gute Rede. Da sagt er, der Höhepunkt war, dass er sagt, ihr in Detroit, die keiner mehr hört, ihr im Rust Belt, die keiner sieht, ihr tief im Süden, die keinerlei Wirkung mehr haben, I am your voice. Das ist der Klimax, I am your voice. Und das ist sozusagen ein Resonanzversprechen, ein Wirksamkeitsversprechen. Mit mir werdet ihr wieder mit der Welt verbunden sein, eine Stimme haben. Aber er sagt eben nicht, ich gebe euch eine Stimme oder ich gebe euch eure Stimme zurück oder ich mache eure Stimme hörbar, sondern er sagt, I am your voice. Es gibt nur diese eine Stimme, ja, die eigentlich heißt es, haltet's Maul, ja, denn ab jetzt bin ich eure Stimme. Und das ist, glaube ich, meiner Ansicht nach, wie aus Resonanz Begehren Ressentiment statt Resonanz wird. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage, ich will das verknüpfen, Ihre Ausführungen mit Andreas Reckwitz, Gesellschaft der Singularitäten. Ja. Und wenn ich das sozusagen verknüpfe, dann gibt es ja in unserer Gesellschaft immer mehr ausdifferenzierte Resonanzräume. Ja. Wir haben die Resonanzräume verstärkt durch die sozialen Medien, der Rechten, der Liberalen und. Die Frage ist, wie lassen sich diese Resonanzräume sozusagen zu einem sinnvollen, argumentativen Austausch bringen und verhindern, dass diese Resonanzräume sich immer sozusagen selbst bestätigen. Ja. Ja. Die zweite Frage ist, Sie haben ja den Bereich sozusagen, wenn ich das zuordnen will, des kulturellen, ästhetischen, die Frage ist, wenn ich die Zukunft sozusagen ernst nehmen und Resonanz und Entfremdung verhindern, oder Resonanz ermöglichen will, Entfremdung verhindern will,
Wie stehen Sie jetzt zu den Bereichen des Politischen, des Sozialen, des Ökologischen? Wie kann man sozusagen die Bedingungen schaffen, dass so etwas wie so Resonanzräume überhaupt sozusagen entstehen kann? Ich kann das zwar postulieren als Sehnsuchtsmotiv, ja, die Frage ist, wie kann die gesellschaftlichen Bedingungen, wie müssen sie aussehen, um das unter den Bedingungen der Modernisierung, der Globalisierung und Digitalisierung überhaupt leistbar ist? Ja. Also erstmal zuerst zur ersten Frage mit dem, was Reckwitz meinte, oder eigentlich ist es ja sozusagen eine, ich glaube schon, dass es ein Teil des Problems ist, eine totale Auseinanderdividierung oder eine Auseinanderentwicklung der Lebenssphären. Ja, also die das hat sehr große Konsequenzen. Also wenn Sie unterschiedliche Schichten ansehen, die kaufen in unterschiedlichen Läden ein, die rezipieren unterschiedliche Medien, die hören unterschiedliche Musik, unterschiedliche Filme, unterschiedliche Literatur, gibt kaum mehr Berührungen. Daraus entsteht die Idee, das habe ich im Resonanzbuch auch so geschrieben, von quasi Echoräumen. Also man unterhält sich dann eben nur noch mit seinesgleichen und reproduziert permanent die gleiche Weltsicht. Das nenne ich auch Echokammer, und meine These ist, dass Echo das Gegenteil von Resonanz ist, oder mindestens, ja, weil da hörst du halt immer das Gleiche, das dann verstärkt wird, aber Resonanz ist, ich höre ein anderes, was auch immer was Irritierendes ist. Dann bin ich ins Grübeln gekommen durch empirische Befunde, die sagen, das ist gar nicht so. Weil nämlich gerade durch die neuen Medien, wo es sehr leicht ist, auch auf anderen Seiten zu surfen, kann man eigentlich zeigen, dass es nur ein verschwindend geringer Prozentsatz an Menschen ist, die immer nur auf Seiten, wenn es jetzt um Webseiten geht, der eigenen Kammer schwebt. Dann dachte ich zuerst, meine These ist falsch. Dann bin ich aber auf was Interessantes gestoßen. Was die machen, was viele Menschen machen, ist, sie gucken schon bei den anderen Medien, bei den sogenannten Mainstream-Medien zum Beispiel, aber nur, um sich gleich wieder davon abzugrenzen. Also der Witz ist nämlich, sie kommunizieren darüber nur in der Echokammer. Sie rezipieren, was der Feind schreibt, wie immer der jetzt definiert ist, um dann in der Echokammer das zu bestätigen. Also kurz und gut, Sie haben recht, glaube ich, wir haben dieses Echokammer-Problem. Und was wir also brauchen, ich meine, was wir halt wirklich brauchen, und darauf zielt der zweite Teil oder die zweite Frage, wir müssen Institutionen schaffen, in denen die verschiedenen Stimmen einander wirklich begegnen. Und ich finde da die Diskussion um die öffentlichen Medien wirklich interessant, weil nämlich in europaweit mindestens wird die Diskussion geführt, ob wir eigentlich öffentlich-rechtliche Medien brauchen. Und da wird irgendwie gesagt, von liberaler Seite, wie immer man das jetzt versteht, es kann ja jeder seinen eigenen Sender machen, gibt Bibel-TV und ich weiß nicht was, Nazi-TV gibt es wahrscheinlich auch, ist ja egal. Und da würde ich sagen, ja, aber diese Stimmen, die kommen ja nicht zusammen. Wir müssen eine Basis schaffen im medialen Raum und aber auch im Alltagsraum, wo es eben nicht darum geht, den anderen niederzuschreien. Ich finde wirklich, dass das ein großes politisches Problem ist. In Parlament geht es gerade nicht um Hören und Antworten, sondern den anderen bloßstellen und dich durchsetzen. In Talkshows erst recht und auf der Straße setzt sich das fort. Also kurz und gut, ich glaube schon, dass wir demokratische Räume schaffen müssen, mediale Räume und auch Begegnungsräume, in denen die verschiedenen Stimmen sich so hören. Und jetzt ist interessant, dass sie sich transformieren können. Und eine Bedingung dafür ist Selbstwirksamkeit. Und deshalb glaube ich inzwischen auch, was zum Beispiel mein Kollege Hubertus Buchstein von Greifswald sagt, aleatorische Demokratie, Menschen werden ausgelost, dann wirklich in mitentscheidenden Körperschaften zu sitzen. Das ändert wirklich den Blick. Also und in den Untersuchungen von Fischkin und so, die zeigen, dass Menschen, die dann sozusagen wirklich auf diese Weise Verantwortung bekamen und sich mit anderen diskutiert haben, bereit waren, die andere Stimme zu hören und ihre Position zu ändern, viel mehr, als sie das nur sind, wenn sie Talkshows rezipieren. Bei der anderen Frage, ich meine, das ist die große Frage, wie ändern wir die Institutionen? Und da habe ich drei Antworten. Das eine ist, ich kann keine Blaupause schreiben, weil das wäre das Gegenteil von einer resonanten Gesellschaft, das wäre ein von oben oktroyiertes Institutionensystem. Die zweite Antwort ist, ich glaube schon, ich habe gesagt, Begehren ist wichtig, und Sie hatten von den Bedrohungen gesprochen, ist übrigens bin ich da eben nicht sicher. Also weil ich glaube nämlich, also Angst vor der Welt in gewisser Weise kann sich in allen Schichten ganz ähnlich ausdrücken. Also ich meine, es gibt Menschen, die sind superreich und machen Selbstmord aus Angst vor der Zukunft oder aus Angst vor Krankheit. Und übrigens, die Ängste nehmen mit dem Wissen zu. Das wollte ich auch noch auf die Fortschrittsgeschichte sagen, das ist doch außerordentlich interessant. Je mehr wir wissen, zum Beispiel über Schwangerschaft, umso mehr haben anscheinend Frauen Angst vor Schwangerschaft. Ich weiß, dass das gefährlich ist. Als Mann sollte man vielleicht gar nicht darüber reden. Aber ich habe neulich eine Studie gelesen, die ich schon interessant fand. Übrigens auch, weil Selbstwirksamkeitserfahrung da abnimmt. Aber ich muss gar nicht über Schwangerschaft reden, nehmen wir Essen. Ja? Wir wissen immer mehr über die Stoffe, die in den Nahrungsmitteln sind. Wir wissen immer mehr, was die Nahrungsmittel tun. Mit der Folge davon, dass Menschen immer weniger wissen, was sie jetzt wann, wie kochen und essen sollen und dass Essstörungen massiv zunehmen. Und noch was Schönes, wenn Sie, je mehr Kameras Sie um Ihr Haus installieren,
Also Security Devices, umso mehr haben Menschen Angst. Also was ich sagen will, es ist nicht so, dass die Angst verschwindet, wenn sie reicher sind, dass man sagen kann, ja, das ist ja nur eine banale Angst. Also ich würde sagen, wenn Menschen sich umbringen, war die Angst offensichtlich groß oder halt Burnout oder sowas. Und das hängt nicht einfach an der Schicht. Ich meine, mein ganzes Resonanzbuch wollte damit losgehen, zu sagen, also wenn wir immer nur denken, wer viel Ressourcen hat, ist der Gewinner, der hat ein gutes Leben, wer wenig hat, hat automatisch ein schlechtes. Ich finde es auch arrogant gegenüber denen, die wenig Ressourcen haben. Die haben vielleicht mehr Resonanzfähigkeit als die oben. Aber also geht jetzt zum Teil an ihrer Kritik vorbei. Aber was ich sagen wollte, ist nämlich, trotz dieser Einsicht ist Angst natürlich ein zentrales Moment, weil nämlich Hartz IV, auf Hartz IV-Niveau zu fallen in dieser Gesellschaft, bedeutet eigentlich den sozialen Tod zu sterben. Du wirst nicht verhungern, aber du hast eigentlich keinen legitimen Platz in dieser Gesellschaft. Genau genommen wird eine existenzielle Resonanzachse abgeschnitten, weil nämlich sozusagen, du hast, wenn du von Hartz IV leben musst, dann wird dir es gesellschaftlich signalisiert, du leistest eigentlich keinen richtigen Beitrag zur Gesellschaft, Selbstwirksamkeit wird unterminiert und was du kriegst, ist eigentlich nur Almosen. Ja, das prekarisiert Resonanzbeziehungen radikal und deshalb ist der Angst der zentrale Antriebsmotor in dem Steigerungsspiel. Und dem will ich den Stecker so ziehen, dass ich für ein bedingungsloses Grundeinkommen bin, habe ich schon oft gesagt. Und die dritte Antwort ist, ich glaube, man kann bei allen Institutionen, da haben wir ja sogar eine Übereinstimmung, zum Beispiel Schule und Universität, wirklich statt auf Parameter der Optimierung auf Resonanzmöglichkeiten achten. Ja, wenn ich nämlich sage, warum ist die Bildungspolitik so scharf auf PISA? Weil da haben Sie ganz klare parametrisierte Ergebnisse, an denen Sie jetzt optimieren können. Ja, welche Maßnahme erzielt welche Verbesserung? Aber jeder Lehrende weiß, da haben Sie mir ja sogar zugestimmt. An der Uni um Lehren und Lernen, da geht's nicht um Vermittlung von Kompetenzen. Eigentlich geht's da um Resonanzprozesse, die nicht eindeutig steuerbar sind. Und wir sollten genau diesen Sinn gemeinsam stärken in den Institutionen. Ja, uns nicht immer blind unterwerfen, wenn die Politik mit einer neuen Rankings-Idee daherkommt oder so. Und auch in der Landwirtschaft, zum Beispiel ökologische Landwirtschaft, da haben wir ja eine Idee. Ich sage immer, diese Gesellschaft zerfällt, dann höre ich einfach auf, sonst ist die Zeit rum. Diese Gesellschaft zerfällt in einerseits verdinglichte Sphären, institutionelle Sphären und andererseits rein passive Resonanzoasen. Und am besten sieht man das im Umgang mit Tieren, weil wir haben auf der einen Seite die Nutztiere und die Versuchstiere, die absolut verdinglicht sind. Schon die Schülerinnen lernen, dass man der Heuschrecke das Bein ausreißen darf, um den Schmerzreaktion zu messen, weil ist ja wissenschaftlicher Fortschritt, dient ja dem Wissen und der medizinischen Dings da. Und die Massentierhaltung ist eh teuflisch. Und dann haben wir aber auch Haustiere. Ne, das sind die reinsten Resonanzwesen. Ja, die haben überhaupt keinen anderen Zweck. Für die geben wir mehr Geld aus als für die Ärmsten der Gesellschaft. Das Fleisch, Katzen- und Tiernahrungsfleisch, ist inzwischen teurer als das Fleisch in den Discountern für Menschen. Und in diesem Auseinanderfallen, das reine Resonanzwesen, die schnurrende Katze und das rein verdinglichte Massentier, da gibt es ein Dazwischen. Resonanz und Nutzen gemeinsam, nämlich ökologische Landwirtschaft, wo die Kuh Namen hat und am Schluss trotzdem gefressen wird. Und so kann ich mir Pflegeeinrichtungen vorstellen, so kann ich mir, eigentlich in jedem Arbeitsprozess gibt es Möglichkeiten, Institutionen entweder resonanter oder optimierbar zu machen. Und da kann man ansetzen. Vielen Dank. Es gibt noch eine Frage hier und ich würde das damit dann auch als letzte Frage nehmen und dann den Abend beschließen. Okay. Wenn es mehrere gibt, kann man sie auch sammeln. Oder gibt es keine mehr? Sonst könnten wir sammeln. Ne, Sie entscheiden. Ja. Okay. Aber Sie haben schon. Okay, ich versuche es kurz zu machen. Hallo. Ich bin noch an dem Punkt hängen geblieben, was mir einleuchtend klingt, dass Sie gesagt haben, dass Ausbeutung, ob Ausbeutung das Problem ist oder Entfremdung und dass Entfremdung dem bevorgeht. Und da habe ich die Frage, inwiefern Sie sich konkret zu, also auch anschließend an die erste Rednerin, inwiefern Sie sich zu Machtverhältnissen verhalten wollen, weil ich mich erinnere, dass Sie in Ihrem Resonanzbuch geschrieben haben, das Buch zur Resonanz und Macht müsste noch geschrieben werden. Ja. Und da wäre meine Frage, ob Sie das schreiben wollen oder wer das schreiben sollte. Und ja. Ja, das ist wirklich ein Problem. Ich habe aber immerhin einen ersten Versuch gemacht. Ich habe neulich in Freiburg einen Vortrag gehalten über Resonanz und Macht. Und daraus muss ich unbedingt einen Aufsatz machen, um der Sache einfach dort ein bisschen näher, um da mehr daran zu arbeiten. Also
Es ist schon interessant mit der Macht. Also erstmal würde ich sagen, wir haben das vorhin in der kleinen Gruppe auch unter dem Stichwort der Emanzipation diskutiert. Also zunächst mal würde ich sagen, Macht, die als repressive Macht auftritt, ist immer resonanzverhindernd. Also was ich ja eigentlich machen will, ist zu sagen, das steht ein bisschen in der Traditionslinie der kritischen Theorie, die immer eine Kritik bestimmter Verhältnisse gemacht haben. Also Kritik der Produktionsverhältnisse mit Marx, Kritik der Tauschverhältnisse mit Adorno, Kritik der Kommunikationsverhältnisse mit Habermas, Kritik der Anerkennungsverhältnisse bei Honneth. Und was ich eigentlich machen will, ist eine Kritik der Resonanzverhältnisse. Und ich glaube, dass man alle Gesellschaften einer solchen Kritik unterziehen kann, weil es keine perfekt resonante Gesellschaft gibt, wahrscheinlich auch gar nicht geben kann. Und dort, wo wir es mit Repression zu tun haben, hat so eine Kritik der Resonanzverhältnisse sehr leichte Angriffsmöglichkeiten, weil repressive Macht bedeutet praktisch, Menschen festzuhalten. Also wenn ich Frauen zum Beispiel verbiete, was weiß ich, überhaupt zu arbeiten oder politisch zu wählen oder so, dann verhindere ich, dass sie ihre Stimme im Blick auf Politik oder Beruf oder überhaupt auf ein selbstbestimmtes Leben entwickeln. Oder wenn ich Homosexualität verbiete, dann ist es wie das Festhalten einer Resonanzachse und damit das Verhindern von Resonanzmöglichkeiten für Menschen. Deshalb glaube ich, repressive Macht ist einfach Resonanzkiller, Resonanzverhinderer und als solche kritikwürdig. Und das gilt auch für Verhältnisse, die dazu führen, dass ich Welt nicht anders als repulsiv wahrnehmen kann. Wenn ich auf der Straße leben muss, weil ich kein Bett habe oder weil ich nicht genug Nahrung habe oder so, dann ist es sozusagen, dann ist es ein repulsives Verhältnis zur Gesellschaft oder zur Welt überhaupt, weil ich, erstens, weil mir Selbstwirksamkeitserfahrung untergraben wird und zweitens, weil ich, weil mir die Welt nicht als entgegenkommt und resonant erscheint, sondern als hart und brutal. Interessanter wird es bei der Frage, ob Macht nicht auch eine produktive, also eine Resonanzachsen erzeugende Wirkung hat. Ja, aber das scheint für mich die spannende Frage. Ich meine, Politik versucht es ja immer, indem sie bestimmte Dinge auflädt zu Resonanzmomenten macht. Da kommen einem sofort die Nazis wieder in den Sinn, die mit Fahnen und Fackeln und Musik und Uniformen versucht haben, Resonanz zu stiften. In meiner Ansicht nach haben sie nur Echo gestiftet, aber es ist nicht gesagt, dass es nie geht. Also eine Doktorandin von mir will eine Doktorarbeit schreiben über die Frage, wie das mit der Macht und der Natur ist. Das ist wirklich interessant, weil sie sagt, natürlich haben wir immer diese Idee, dass man auf die Natur hören muss. Oder viele Menschen haben die Idee, zum Beispiel, wo sie es konkret untersucht, ist bei der natürlichen Geburt. Und sie sagt, die Vorstellung von Natur, auf die man da angeblich hören muss, ist selber das Produkt von Machtwirkungen, kirchlichen und anderen, die über Jahrhunderte hinweg bestimmte Vorstellungen erzeugt haben. Sodass alles, mit was ich in Resonanz treten kann, auch selber das Produkt von Macht ist. Also wenn ich Resonanzwirkungen zu meiner Geschichte oder so spüre oder selbst zur Kunst oder so, die ist ja nie neutral, oder zur Kirche oder zu Gott. Bei Gott wäre es besonders augenfällig. Ja? Wenn ich denke, ich habe religiöse Resonanz, ist diese Vorstellung des Gottes oder der Göttin, mit der ich in Beziehung trete, logischerweise immer auch verstrickt in Resonanz, in Machtverhältnisse. Und das ist ein großes Problem. Und meine These ist, dass dort, wo es wirklich zu einer resonanten Weltbeziehung kommt, immer ein überschießendes Potenzial darin liegt, welches sozusagen die Machtwirkung selber zu untergraben verspricht oder zumindest ermöglicht. Aber diese Sache ist schwierig. Möglicherweise haben Sie es gar nicht so abstrakt gemeint, sondern ganz konkret. Also Macht in Ausbeutungsverhältnissen und sonst wo. Also erstens, natürlich gibt es sie. Zweitens ist die Frage, wie kommen wir weg? Wie können wir sie überwinden? Und was ich immer sagen will, also was ich halt wirklich sagen will, oder der Versuch, den ich betreibe, ist zu sagen, dass wir die Gewinner nicht zu Gewinnern erklären können, weil man denen nämlich sagen muss, so ähnlich wie Adorno es auch schon versucht hat zu sagen, Leute, wenn das, was ihr tut, zum Beispiel den Planeten zerstört oder dazu führt, dass Menschen in Brasilien oder in Indien oder in Bangladesch verhungern oder vergiftet werden, dann ist das eigentlich, ich finde, dass man überhaupt sowas hinnimmt oder akzeptiert, ist das Ergebnis einer super Entfremdung. Sowas kann nur entstehen, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, diese Welt ist so schrecklich, dass ich mich darum nicht mehr kümmern muss oder glaube, dass Ressourcen zu vermehren das Ziel des Lebens ist. Auf was es mir ankommt, ist eine Resonanzdisposition wiederherzustellen. Ein in der Welt sein, individuell und kollektiv, das sensibel ist für das, was Macht an Schäden anderswo anrichtet. Ich glaube, das ist der Weg, um eine bessere Welt zu schaffen. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Wenn das kein grandioses Schlusswort war. Vielen Dank.